Es ist der 11. Oktober 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und wie ich vorhin erfuhr, ist heute Weltmädchentag. Meine Güte. Leider haben wir unsere Gärtnerinnenmädchen noch immer nicht wieder mit hier im Sendegarten. Aber wir haben eine Gästin. Immerhin. Das ist ja schon mal etwas. Aber ob die sich als Mädchen bezeichnen will, das sei nochmal dahingestellt. Aber zunächst begrüße ich mal die Herren hier. Den lieben Sebastian. Hallo, guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Wunderbar. Und heute kann ich ihm nicht in die Augen schauen, was ich letztes Mal noch konnte, nämlich dem Lars. Hallo Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und gerade schon erwähnt, aber noch nicht vorgestellt, unsere Gästin, die Jana. Jana Wiese ist da. Hallo Jana. Hallo. Du bringst uns sozusagen den Wiener Gruß mit, also sozusagen die Verbindung zu dem, wo wir vor 14 Tagen gewesen sind. Aber nochmal eben kurz zurück, Weltmädchentag, ist das irgendwas, wo du dich angesprochen fühlst? Also ich habe nicht gewusst, dass halt Weltmädchentag ist. Das ist an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob der irgendwas mit dem Frauenkampftag im März zum Tun hat, aber ich glaube, der Feiertag im März ist irgendwie besser als der jetzt. Ich weiß nicht, Mädchen, was für das, also für was braucht man Weltmädchentag? Also das ist ein Tag, der von den Vereinten Nationen, von der UNO initiiert wurde als Aktionstag, und jedes Jahr am 11. Oktober soll das einen Anlass geben, um auf die weltweit vorhandenen Benachteiligungen von Mädchen hinzuweisen. Da geht es beispielsweise um gezielte Förderung von Mädchen und jungen Frauen durch Bildung, Bekämpfung der Zwangsehe, Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen, die konsequente Umsetzung von Antidiskriminierungsgesetzen und keine Toleranz für Gewalt gegen Mädchen und jungen Frauen im Namen von Tradition oder Kultur. Ich habe, wie ihr sicherlich wisst, aus der Wikipedia zitiert. Ja. Klingt ziemlich sinnvoll tatsächlich. Ne? Gut zu wissen. Die Frage ist so ein bisschen, wo grenzt sich das jetzt, also wo, ab wann ist man kein Mädchen mehr? Ich weiß nicht, ob jetzt alle unter 18 am 11.10. angesprochen werden und alle anderen im März. Aber vielleicht ist einfach, wir haben einfach zwei Tage, das ist ja auch gut. Schadet ja auch nicht. Ich stelle mir manchmal vor, wenn man mich Junge nennt, aber man nennt mich nicht mehr Junge, sondern nur noch junger Mann. Und das nur noch ironisch. Und von daher habe ich das Problem nicht mehr. Aber es gab ja früher, gab es ja so das Problem, dass junge Frauen dann gerne so von den Herren Fräulein genannt wurden. Ne? Fräulein, können Sie mal kommen. Wenn man so alte Spielfilme sieht, da ist das noch relativ weit verbreitet so. Und es kommt mir schon sehr komisch vor. Tatsächlich kommt mir das in andere Sprachen komisch vor, weil ich habe das erste Jahr bei dem Jahr 2018 ja in Frankreich verbracht für Erasmus-Semester, und Mademoiselle ist ganz normal, und in Deutschland oder in Österreich im deutschen Sprachraum wird die niemand mehr Fräulein bezeichnen, jedenfalls nicht ernsthaft. Und das ist schon seltsam, Mademoiselle genannt zu werden, finde ich. Aber wird da wie selbstverständlich benutzt? Ja, also auch an der Uni. Also wenn ich aufzeige, dann wäre ich so, ja, Mademoiselle, das ist Sandra sozusagen. Guck mal. Und keiner findet das komisch. Also das ist, glaube ich, tatsächlich ein deutschsprachiges Ding. Und vielleicht Englisch auch nur, weil Miss gibt es auch nicht mehr wirklich. Das ist ja interessant. Ich hätte jetzt gedacht, der Feminismus ist gerade in Frankreich besonders stark und damit auch sozusagen die Ablehnung von solchen verkleinernden Formen, weil ich die französischen Frauen in meinem beschränkten Weltbild immer als relativ tough so wahrgenommen habe. Aber vielleicht ist das doch alles sehr schlicht. Wie die Konvention so ist. Ja. Naja, gut, also wir nehmen das einfach mal so hin. Aber heute ist noch ein leider etwas trauriger besonderer Tag, denn heute ist zum zweiten Mal eine russische Rakete mit Menschen drin nicht dahin geflogen, wo sie hinfliegen sollten, sondern sie mussten zwischendurch abbrechen. Wir haben ja einen Podcaster für Astronomie und Raumfahrt hier mit am
Mikrofon. Lars, kannst du uns kurz erzählen, was da passiert ist und dir auch sagen, was es bei dir ausgelöst hat, das heute? Ja, ich hatte den Stream heute Morgen natürlich live laufen und dann habe ich eben gesehen, ich glaube zuerst die Bilder aus der Kapsel, wo die also auf eine Weise durchgeschüttelt worden sind, die für mich zumindest unvertraut war, wo ich gedacht habe, huh, das war heftig. Und dann gab es die Bilder von draußen, wo also die Trennung der Booster der Soyuz-Rakete ja auch sehr eigenartig aussahen. Das ist oftmals eine sehr symmetrische Geschichte, das sogenannte Korolev-Kreuz, diese vier Booster, die ja rotieren ja normalerweise sehr symmetrisch von der Rakete weg. Sieht sehr schick aus und das war dieses Mal so ein etwas chaotischer Vorgang. Und ja, dann ging es eigentlich ziemlich schnell weiter, dass gesagt wurde, also es gibt ein Versagen, eine Anomalie auf der zweiten Stufe und dass also der Start quasi abgebrochen wird, dass die nicht zur ISS weiterfliegen, sondern ja im Prinzip auf einer ballistischen Bahn zurück zur Erde kommen. Dort ist dann eben zu erwarten, dass die also höheren G-Kräften ausgesetzt sind, aber das haben die sehr gut überstanden. Das Ganze ist passiert in einer Höhe von 50 bis 70 Kilometern und ja, dann ging es eben mit der Rückkehr zur Erde ziemlich schnell. Die sind halt wieder runtergefallen quasi und sind dann also im Osten von Kasachstan, so ganz Pi mal Daumen, sind die gelandet und dann gab es eigentlich nur noch gute Nachrichten, dass also die Astronauten, dass es Kontakt gab, dass denen gut geht und heute gab es dann eben auch noch die Meldung, dass die in der Stadt sind, später dann Baikonur, Wiedersehen mit den Verwandten und so weiter. Also das ist spricht im Prinzip für die Rakete, dass das so gut geklappt hat, auch wenn es natürlich jetzt in Sachen Start und eben in den Konsequenzen für den Betrieb der Raumstation jetzt sicherlich ja, wohl Konsequenzen hat, war das aber doch irgendwie, ja, auch ein Erfolg im Misserfolg heute. Ja, ich habe den Chris Hadfield, den kanadischen Astronauten, kurz in so einer persönlichen Stellungnahme gehört und er sagte auch, also ja, sowas kann halt passieren und er wurde gefragt, ob er sich denn wieder in so eine Soyuz reinsetzen würde. Sollte er, selbstverständlich würde ich mich da reinsetzen. Also das gehört einfach mit dazu. Man ist ja auch trainiert darauf, dass solche Dinge passieren und ich glaube, das hatte auch Alex Gerst mal gesagt, 90% dessen, was er da gelernt hat, für die Flugmanöver, da hofft er immer drauf, dass er das nicht einsetzen muss, weil das eben solche Rescue- oder Rettungsmanöver sind. Also insofern die nah dran gewesenen scheinen da relativ entspannt mit umzugehen, aber es ist schon einfach eine komische Sache, wenn da einfach so ein Ding, was man ja, wie du ja selber als Augenzeuge live in Baikonur erlebt hast, schon ein paar Mal gesehen hat, wie das dann einfach so smooth nach oben geht und dann plötzlich dann eben doch nicht. Also war schon nicht gut. Können die denn jetzt den Betrieb dann mit der nächsten Rakete einfach so wieder aufnehmen? Also wieder neu zusammenbauen, die beiden, die jetzt runtergefallen sind, einfach wieder reinsetzen und losfliegen? Oder gibt es da irgendwie ein Prozedere? Na, also da wird mit Sicherheit jetzt erstmal eine Pause kommen. Bevor man, also ich würde wetten, dass man nicht mit diesem Raketentyp wieder Menschen ins All startet, bevor man nicht weiß, was passiert ist und wie man es verhindern kann. Das ist mit Sicherheit eine Sache, die jetzt im Bereich von Wochen, möglicherweise Monaten liegt. Und deswegen sind die Konsequenzen auch so schlecht absehbar, weil irgendwann die Crew, die oben ist, mit der Soyuz-Kapsel, die oben ist, runterkommen muss. Die Konsequenz könnte eben theoretisch sein, dass die internationale Raumstation eine Zeit lang unbesetzt ist. Das könnte die theoretisch wohl haben, aber eigentlich ist es eben ein Labor, das ja nun ein gewisses Maß an Pflege haben will. Und eben, wenn Menschen oben sind, können die eben auch auf Probleme reagieren. Das heißt, dann ist jemand da und kann etwas tun. Wenn die Station oben ist, die bleibt ja erstmal oben, aber wenn in dem Moment oben irgendwas passiert und keiner ist da, ja, dann hat man eben eine viel zu lange Reaktionszeit, also quasi man hat kaum eine, das ist, man kann nicht reagieren, also
Deswegen, man muss jetzt einfach schauen, wie es weitergeht, was da eigentlich passiert ist. Es ist noch sehr früh für all die Worst-Case-Szenarien, die man im Moment schon hat, aber ja, so in diese Richtung wird man überlegen müssen, allein aus Zeitgründen. Tja, und alles das jetzt, wo der deutsche Alexander Gerst die Kommandantur auf der ISS übernommen hat, vor ein paar Tagen erst. Also der hat jetzt richtig zu tun, glaube ich. Noch mehr, als er es sowieso planmäßig zu tun gehabt hätte. Ja gut, da für ihn ist die Frage, was passiert, wenn wir jetzt eben weiter oben bleiben, aber eben diese Sojus, die da oben ist, mit der die gekommen sind, die haben im Prinzip eine, ja, so eine Art Laufzeit. Die können nicht unbegrenzt oben bleiben. Das heißt, allein die muss irgendwann wieder runter. Und ja, das heißt, wenn die runter muss, dann wird die Crew wohl mit runterkommen. Ich schätze, dass das im Moment hauptsächlich Fragen am Boden sind. Dass man jetzt klärt, was ist passiert, wie ist es passiert, wie machen wir weiter. Naja, aber der Einsatzplan, der Arbeitsplan ist ja nun für 5 Personen geschrieben gewesen und jetzt sind es nur 3. Ja, natürlich. Da wird so, an Bord schon das, auch was das, anders sein. Dass der Stundenplan ein bisschen umgestellt werden muss und so weiter. Ja, klar, das ist. aber gut, es ist heute erst passiert und sicherlich wird man in den nächsten Tagen schon die ersten Dinge mal ein bisschen hören, wo man vielleicht Dinge ausschließt und ja, Möglichkeiten hört. Also ich will da gar nicht so groß rumspekulieren. Nee, ist sicherlich noch viel zu früh und wir sind auch viel zu weit weg und wir können uns diese ganze Problematik auch nur kaum vorstellen. Aber man war, also ich muss sagen, ich war eine Weile weg vom Rechner und komme dann wieder und sehe dann da so erste Hinweise und dann war ich doch sehr erschlagen davon. Hat mich für den Moment auch ein bisschen sehr mitgenommen und dann war ich sehr froh, als ich dann die Bilder sehen konnte, wo dann da dieses Rettungsteam da schon an der Kapsel war und die rausgeholt wurden. Das sah ja schon fast so normales nach Hause kommen aus, aber. Ja gut, was an der Stelle irgendwann passiert, wenn die Kapsel also an ihrem Fallschirm runterkommt und so, dann ist das auch fast normal. Die kommt, also der Aufprall auf der Erde und so, der ist dann nicht nennenswert härter oder irgendwas. Das ist an der Stelle, nach dem Einleiten dieses ballistischen Runterkommens läuft eine Vollautomatik ab, die gar nicht so unterschiedlich ist zu der normalen Landung. Das heißt, man hat, der Fallschirm kommt raus, kurz vor dem Aufprall werden noch einmal diese Bremsraketen gezündet, die so ein bisschen dämpfen. Ja, und dann ist man unten. Und dann ist die Kapsel einfach da. Das heißt, der Wiedereintritt oder also dieses Abbremsen ist halt hart oder härter. Das war allerdings auch nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Die hatten wohl irgendwas bei 6 bis 7 G statt 4,5. Das ist schon heftig genug. Aber rein theoretisch denkbar wären also noch deutlich höhere Werte gewesen. Also als sie erstmal wieder unten waren, war das gar nicht so unterschiedlich von der Standardprozedur, nur dass die ein bisschen weiter weg waren. Also da musste das Search and Rescue Team erstmal hinkommen, aber da war ja, die sind verstreut in dieser Linie sozusagen, wo sie runterkommen könnten, sind also Rettungskräfte. Da waren also die ersten dann relativ zügig da. Und da gab es eigentlich nur noch gute Nachrichten von denen. Im Chat ist die Frage aufgetaucht, ob denn die Station weiterhin versorgt werden kann. Also unbemannt will man ja jetzt nicht mehr sagen, sondern eine Versorgungskapsel ohne Crew. Hat die gleiche Technik oder könnte man die denn starten? Gibt es da Unterschiede? Ja, also wenn es drauf ankäme, würde man wahrscheinlich da eher das Risiko eingehen. Aber es gibt ja auch noch andere Träger dafür, also unbemannte Geschichten, also Versorgung wäre möglich. Aber dafür müssten erstmal welche oben bleiben und so weiter. Und das kann man eben auch nicht unbegrenzt machen. Die sind ja auch schon eine ganze Weile da. Ja, okay.
sind wir weiter im, oder was heißt, wir werden es automatisch weiter im Auge behalten. Ja, ist ja jetzt auch nicht wirklich unser Thema, aber wenn man schon mit so jemanden mit dem Schwerpunktthema, ein Podcaster mit Schwerpunkt Astronomie und Raumfahrt quasi im Garten sitzen hat, dann ist an diesem heutigen Tage die Frage sicherlich auch einfach mal erlaubt danach. Gut, schauen wir nicht nur auf den heutigen Tag, sondern auch ein bisschen zurück, denn wir haben auch ein bisschen Ernte eingefahren und wir kommen deswegen auch zur neuen Ernte. In der letzten Ausgabe, der 59, hatten wir den Lothar Bodingbauer zu Gast. Der hat uns ja über Wissenschaftspodcast und den geplanten Kongress oder das geplante Wochenende in Wien erzählt. Es ist nicht Berlin, es ist nicht Kiel, es ist Wien. Und daraufhin hatte Arnim angefragt, weil Lothar ja einige seiner Projekte aufgezählt hatte, ob es den CRISPR-Cast denn noch gibt. Darauf hat Lothar dann negativ geantwortet. Nein, sagt er, da ist mir meine Partnerin jobbedingt abhanden gekommen. Jemand hätte ihn weitergeführt. Daraus wurde nichts. Wer weiß, was wird daraus? Und dann haben wir heute noch eine Zuschrift bekommen von Sascha. Die ist aber etwas länglicher und dafür gebe ich kurz an den Lars. Ja, der Sascha schreibt, da hat Lothar einige sehr interessante Dinge gesagt, die mich als professionellen Radiomacher, der nebenbei Podcasts produziert, aufhorchen lassen. In der Praxis wird das mit der Zweitverwertung meiner Meinung nach ein bisschen schwierig, weil man ja mit dem Beitrag auch die Verwertungsrechte an den Sender abtritt. Ob der so unbedingt will, dass das Material in ausführlicherer Form privat verbreitet und damit vielleicht über Werbeanzeigen noch Geld verdient wird, sollte man vermutlich mit dem Sender vorher klären. Den Ansatz, den Radiobeitrag als Zweitverwertung für das Podcast-Material zu verkaufen, finde ich ganz reizvoll. Sobald mein Sender was über sendet, bin ich sofort am Start. Sternchen, Lach, Sternchen. Und ich würde die Podcast- und die Radiowelt tatsächlich nicht so scharf trennen wie Lothar. Meiner Erfahrung nach gibt es eine Menge Radioleute, die das Medium Podcast als Spielwiese nutzen und sich freuen, nicht an die 1,30-Marke gebunden zu sein. Wo ich ihm recht gebe, ist das Thema gebaute Podcasts, also mit kurzen O-Ton-Schnipseln, Atmo- und Reportage-Elemente. Ich weiß nicht warum, aber sowas stört mich, wenn ich Podcasts höre. Vor allem, wenn nicht dann noch Musik dazu kommt. Nennt mich altmodisch, aber ich möchte Leute reden hören. Am besten originelle Dinge und am besten nichts über Fahrräder oder Kameras. Smiley. In dem Sinne, meldet euch alle beim Pottwicheln an und guckt mehr. Ganz herzlichen Dank für die schöne Zitierung. Ja, meldet euch alle beim Pottwichteln an. Das ist eine gute Aufforderung, denn der Sascha und der Raphael, die kümmern sich ja um das Projekt, haben wir in der letzten Ausgabe vorgestellt. Okay, vielen Dank. Und so kommen wir direkt auf die Gartenbank. Und da sitzt Diana, wie wir ja gerade schon eingangs festgestellt haben, diesmal jetzt nicht mehr mit Headset, sondern mit dem Mikrofon in der Hand. Ich hoffe, das ist trotzdem gemütlich. Ja, es steht am Tisch. Also ich habe den schönen Katzenpuschel vom Zoom vor mir stehen. Ein Garten wäre schöner, aber Schreibtische genau. Es ist Herbst. Es geht, es geht. Du bist jetzt in Wien. Du bist auch eine waschechte Wienerin? Nee, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich aus Niederbayern. Also wahrscheinlich hört man mir das sowieso an meinem Dialekt auch, den ich jetzt einfach mal beibehalte. Zumindest halbwegs, weil mein Podcast ist ja einfach auch bayerisch. Ja, ich bin 300 Kilometer donauaufwärts aufgewachsen von Wien. Bin erst seit 2015 da. Das klärt so ein bisschen. Ich war immer etwas irritiert, so, also dieses es war irgendwie etwas anders, aber in meinen Ohren ist es nicht so, ich kann das nicht so gut auseinanderhalten, muss ich gestehen. Das Bayerische und das Österreichische, das geht bei mir irgendwie dieselbe Kategorie. Ja, es ist aber die gleiche Sprachfamilie. Ja. Du kennst dich mit Sprachen aus, du studierst das auch, ne? Ich studiere Linguistik, ja, aber nicht so sehr Deutsches. Also. Ja, was macht man denn als Linguistin so genau? Also ich habe im Schwerpunkt kognitive Linguistik und Grammatiktheorie.
dass, wenn ich sage, laufen die meisten schon weg, weil Grammatik ist ja schrecklich und schui und so. Aber tatsächlich geht es überhaupt nicht um so preskriptive Schulgrammatik, so wie man was zu schreiben hat, sondern eher um die jeder Sprache drunterliegende Struktur sozusagen. War das für dich schon immer ein Thema, was dich begeistert oder fasziniert hat, oder hat sich das entwickelt? Ja, tatsächlich habe ich mein Studium nur deswegen so ausgesucht, rückblickend gesehen, weil ich irgendwann angefangen habe, linguistische Blogs zu lesen. Und ich habe es sehr interessant gefunden und habe dann noch ein bisschen weiter nachgelesen und habe mir gedacht, hey, Linguistik kann ich machen. Aber ich wollte das nicht alleine machen, also das denke ich mir jetzt auch immer noch, ist super spannend, aber ich kann mich bestimmt nicht mehr ganz Leben lang mit Grammatiktheorie und Syntax beschäftigen. Deswegen studiere ich auch noch Publizistik, also Kommunikationswissenschaften. Und ja, das ist eine gute Mischung. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber also unter Publizistik und Journalistik, da habe ich witzigerweise eine Vorstellung, obwohl ich wahrscheinlich genauso wenig genau weiß, was ein Journalist, was eine Journalistin oder eine Publizistin wirklich tut. Aber bei der Linguistin, da fällt es mir irgendwie noch viel schwieriger. Also was eine Grammatik ist und Fälle und Deklinieren und so weiter, Konjugieren, Deklinieren und so, das ist mir ja nicht unvertraut. Und dass wir eine Systematik in der Sprache haben, andere Sprachen, andere Systematiken, die man auch, sagen wir mal, formal, abstrakt irgendwie beschreiben kann. Da ist genau der Punkt, nämlich versucht die Sprachwissenschaft, zumindest eine Strömung, also die generative Grammatik, versucht nachzuweisen. Also es geht der Sprachwissenschaft darum, zu sagen, dass alle Sprachen eigentlich auf den gleichen Ursprung zurückgehen. Also es haben tatsächlich nicht wirklich unterschiedliche Grammatiken. Das ist die Theorie? Das Ziel ist... Also eine Mutter, also eine Kernsprache gehabt haben? Naja, mehr so, dass Sprache eine besondere menschliche Fähigkeit ist und dass deswegen alle Sprachen gleich sein müssen, also gleich funktionieren müssen. Von der Funktion her, ja klar, ich kann ja jemandem sagen, gib mir mal das Salzfass rüber oder gib mir das Salz oder was weiß ich, the salt please oder ich weiß nicht, wie es auf Französisch heißen mag, dass ich mit der Sprache irgendetwas in Bewegung setzen kann, irgendeinen Wunsch mir erfüllen, also oder ausdrücken kann oder so. Von der Funktion her kann ich das ja schon verstehen. Oder seht ihr Linguisten das anders, den Begriff Funktion? Ich weiß leider gerade nicht, was du damit meinst, aber ich glaube, mir redet mal ein bisschen aneinander vorbei. Also die Idee ist, also der Erfinder sozusagen, von dem, was ich jetzt da gerade erzählt habe, ist Noam Chomsky. Vielleicht hast du von dem schon mal gehört, weil der nämlich in letzter Zeit vor allem politisch aktiv ist in die USA. Aber der hat halt die Theorie aufgestellt, dass alle Sprachen auf der Welt Prinzipien und Parameter haben. Also Prinzipien haben alle Sprachen gemeinsam. Jede Sprache, die jemals entdeckt worden ist, es gibt so um die 6000 oder so, hat ein Verb zum Beispiel. Und dann gibt es Parameter, die sind entweder an oder aus, also so binär. Nachdem so halt zum Beispiel im Deutschen brauchst immer ein Pronomen und ein Verb. Also du sagst, ich esse. Und im Italienischen kannst du das Pronomen weglassen. Da reicht also es nur, sozusagen. Also ich kann leider nicht gut Italienisch. Ich glaube, es heißt yeah. Mangio oder so. Mangio. Vielleicht kann ja irgendwer im... Ja, Mangiare und das O für ich, ja, für, also... Genau, aber du brauchst so ungefähr, glaube ich, gäbe es schon aus. Sagen wir mal, das hieße jetzt so, okay. Das wäre... Ja, also... Darum geht's. Es ist tatsächlich ziemlich schwierig zu erklären, kommt es mir vor. Ich bin nicht darauf vorbereitet, jetzt da Linguistisches zu erklären. Oh je, Mini.
Dann machen wir es doch mal so. Was machst du denn dann da so? Guckst du dir Grammatiken verschiedener Sprachen an? Okay, ich kann vielleicht erzählen, was ich in meiner letzten Bachelorarbeit geschrieben habe, weil in Österreich in Österreich muss man bei ziemlich vielen Studiengängen zwei Bachelorarbeiten schreiben. Ach du Schreck. Das heißt, ich muss vier Bachelorarbeiten schreiben, weil ich nämlich zwei Studiengänge studiere. Und in meiner letzten Bachelorarbeit ist um die No-Agent-Idiom-Hypothesis gegangen, die besagt, dass Idiome, also Redewendungen, qua agentivischen, also handelnden Bestandteil enthalten dürfen, um ihr idiomatische, also übertragene Bedeutung zu deuten. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, aber vielleicht kann man es mit einem einfachen Beispiel illustrieren. Etwas an den Haaren herbeiziehen, also das ist quasi was erfinden, also im übertragenen Sinne. Und wenn ich sage, Martin zieht das Argument an den Haaren herbei, dann ist jedem klar, dass der das quasi erfunden hat oder so. Aber, Moment, ich verzettel mich gerade. Also das Argument ist an den Haaren herbeigezogen, das funktioniert, aber wenn ich sage, Martin zieht das Argument an den Haaren herbei, dann funktioniert die übertragene Bedeutung nicht mehr. Weil zu viel Martin in dem Satz drin ist. Also es ist genau, weil der Martin als Handelnder drin ist. Und ja. Kann man halt, also es ist für mehrere Sprachen schon untersucht worden, also so in Anführungszeichen gut untersuchte Sprachen wie das Französische, wo es genau die gleiche Redewendung, Tiré par les cheveux, auch gibt, aber auch fürs Japanische und so weiter und so fort. Und ja, damit habe ich mich als letztes beschäftigt. Mann, das klingt wirklich anstrengend und schwierig, aber das macht mir Spaß. Ich fand es sehr unterhaltsam manchmal. Es ist sehr anstrengend tatsächlich, aber es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Aber diese Grammatiken, das sind ja quasi Regelwerke, die kann man ja stumpf auswendig lernen und pauken. Das musst du dann auch tun oder reicht es so zu wissen, wo man es nachschlagen kann? Nee, darum geht es gar nicht. Also unter Grammatik versteht man in dem Zusammenhang das, was jeder Mensch als interne Grammatik hat. Also die Erstsprache, die jemand lernt, die lernt er oder sie ja nur durch Zuhören. Also ein Baby ist umgeben von, in meinem Fall Niederbayerisch, lernt dann alle Laute, die das Niederbayerische braucht und alle anderen Laute, die in anderen Sprachen zum Beispiel gibt, also krasses Gegenbeispiel, irgendwelche Klicksprachen oder so. Ich kann jetzt nicht wirklich gut eine Klicksprache lernen, weil ich die Laute einfach nicht mehr produzieren kann, weil ich schon über Babyalter hinaus bin. Und während des Spracherwerbs bildet quasi auch jedes Kind seine Grammatik, seine individuelle, die halt auch nicht so individuell ist, weil sonst gäbe es keinen gemeinsamen Rahmen, seine Sprache aus sozusagen. Ja, also, dass es Laute gibt, die man nur als Kind erlernen kann und später nicht mehr, das merke ich schon immer deutlich, wenn ich mit Schweizern zusammen bin, die haben auch eine Art und Weise, den Kehlkopf zu benutzen, der mir komplett fremd ist. Das könnte ich noch nicht mal nachahmen. Also ich bin mir aber jetzt auch bei dem Niederbayerischen nicht mehr so sicher, ob ich da irgendwie da mitkommen könnte. Aber sehr spannend, irgendwie schon. Wenn ich auch jetzt nicht so wirklich verstanden habe, muss ich gestehen, was jetzt die Linguistik ausmacht. Ja, macht ja nichts. Nein, es geht ja auch erstmal nur darum, nachzuvollziehen, warum dich das interessiert. Und du hast zumindest, finde ich, gut erklärt, dass das für dich interessant ist. Hat das denn eigentlich auch Auswirkungen so auf den Alltag? Also wenn du mit anderen Menschen so alltäglich sprichst, hast du da irgendwie so einen Sinn für Laute oder Wortbenutzung oder so? Oder ist das dann quasi, das eine ist die universitäre Welt, die akademische, und das andere ist die allgemeine Welt und das hat miteinander nichts zu tun? Ja, also tatsächlich, was ich eigentlich am lustigsten finde, sobald ich oder irgendwer von meinen Studienkolleginnen sagt, dass wir Linguistik studieren, ist die erste Frage, welche Sprache? Und
Aha. Ich studiere halt keine Philologie, ich studiere tatsächlich einfach nur allgemeine Linguistik. Es geht um alle Sprachen und keine bestimmte. Und die nächste Lieblingsfrage ist, welche Sprachen sprichst du? Was damit auch nicht unbedingt was zum Tun hat. Also es ist super praktisch, viele Sprachen aus verschiedenen Sprachgruppen zu sprechen, wenn man Linguistik studiert oder sich damit beschäftigt, aber es ist eigentlich auch nicht notwendig. Und ansonsten, naja, ich glaube, ich habe schon so eine Art Filter, wenn ich irgendwas her oder irgendeine Konstruktion entdecke, sprachliche, dann finde ich die vielleicht interessant oder nicht. Aber ich muss sagen, dass man viel mehr in der Publizistik so geht, also die ganzen Inhalte, die in der Publizistik irgendwie lernen oder mit denen ich mich beschäftige, die laufen immer mit, wenn ich Zeitung lese oder Podcast her oder Radio oder wie immer. Aber da ist Sprache natürlich auch dabei. Es geht aber immer nur um menschliche Sprache oder geht es auch in der Linguistik möglicherweise um Sprachen von Tieren? Naja, das ist ja eigentlich der große Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Tierische Sprachen sind nicht echte Sprachen. Also sie sind Kommunikationssysteme, ja, aber menschliche Sprache ist halt wirklich anders als andere. Und eine Sprache zu konstruieren funktioniert zwar häufig gut, wie man an, weiß nicht, Klingonisch, Esperanto, irgendwelche Plansprachen sieht, aber so komplett wie eine tatsächliche natürliche Sprache funktionieren die erst, wenn irgendwelche Eltern in der Gegenwart ihrer Kinder so lange Klingonisch sprechen oder Esperanto, bis die Kinder das als ihre eigene Sprache lernen. Und dann das mit dem Klingonisch wäre ja mal ein schönes Experiment. Ich spreche nicht Klingonisch, ich habe keine Ahnung davon leider. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht gar so viele Menschen, die das können. Aber beim Esperanto wäre ich mir nicht so sicher. Das können bestimmt viele Menschen. Passt auf Esperanto, oder? Ja, ja, eben ausreichend genug, dass man auch Kinder damit erziehen könnte. Das glaube ich mit Sicherheit, dass das gehen würde. Stimmt, gibt es eigentlich einen Podcast auf Klingonisch? Hallo Podcastland, kann mir das ja mal jemand beantworten? Das wäre noch was. Ist dein Twitter-Handle ja sowieso, ist das doppeldeutig gemeint oder steckt da nur die Jana Wiese da dahinter steckt, und das da O? Da steckt mein Name drin, ja. Also eigentlich wollte ich ja Zuckerbäckerei, also mein Foodblog, das ich vor fast 9 Jahren mittlerweile gestartet habe, heißt Zuckerbäckerei und ich habe bei eigentlich jedem Social Network das Handle Zuckerbäckerei, aber bei Twitter hat das leider irgendeine Firma besetzt und seit 4 Jahren oder so nichts mehr getwittert. Und das hat scheinbar auch nicht so viel Interesse, das außer zum Rucker, also habe ich einen Ersatz braucht. Und ja, sowieso ist tatsächlich mein Name, also ich heiße Jana Sophie Wiese. Das sind alle meinen kompletten Namen, oh jemine. Und das O ist drauf, weil ich mir gedacht habe, ja sowieso macht mehr her als ja so Wies. Und so ist es zu meinem Twitter-Handle gekommen. Das hat was total Leichtes und Beschwingtes und irgendwie so, ah, wenn da ein Problem ist, ja, ach ja, sowieso, dann ist es halt irgendwie so. Ich bin schon öfter darüber gestolpert und ich mir gedacht, das ist irgendwie schön. Also es ist einfach leicht und locker, so ein bisschen die Dinge nicht zu ernst nehmen. So. Also das spricht mich, diese wenigen Worte, die wenigen Buchstaben, die sprechen mich da richtig an. Das ist sehr hübsch gedacht. Ja, das freut mir, dass mein Ersatzhandel wenigstens Menschen ja freut. Bei meinem Podcast habe ich es gleich so gemacht, dass ich, bevor ich überhaupt mir einen Namen festgelegt habe, dass ich gleich geschaut habe, ob überall noch alle Handles frei sind, die ich haben mag. Du hast die Zuckerbäckerei schon angesprochen. Seit 9 Jahren bist du Foodbloggerin oder Backbloggerin. Wie würdest du dich selber da bezeichnen? Also ich habe angefangen als reine Rezeptbloggerin. Also im Oktober 2009, da war ich gerade 14 geworden, also noch wirklich ziemlich jung. Und da war ich auch noch bei keinem einzigen Social Network, so Facebook oder so, war noch kein Ding. Und ich habe aber gern Foodblogs gelesen und irgendwann habe ich beschlossen, sowas mache ich auch, weil backen tue ich gern. Und dann habe ich anonym Rezepte gebloggt, nur bei Blogspot damals. Und ich habe halt immer damit weitergemacht und das Blog ist immer größer geworden. Also mittlerweile gibt es natürlich immer noch Rezepte, immer noch mit Fotos, meistens mit ein bisschen mehr Geschichte, aber auch alle möglichen anderen Posts. Also vor allem meine Sonntags-Link-Sammlungen,
den ich die ganzen Blogs, die ich seit 2008 in meinem RSS-Reader angesammelt habe, das Best-of pro jede Woche veröffentliche, sozusagen. Empfehlungen für andere Leute, die gerne Blogs lesen, aber nicht Lust haben, sich durch alle Artikel zu klicken. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen zu bloggen? Ich meine, als 14-Jährige, ist das jetzt vielleicht... Das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Ich weiß nämlich nicht mehr. Ich habe am Anfang auch nicht... Ich habe keine Artikel zu meinen Blogposts dazu geschrieben. Aber ich habe einfach gern mit Medien zum Tag gehabt. Also ich habe relativ früh in der Schülerzeitung angefangen. Und ja, mein Blog ist halt so meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung sozusagen geworden, die mittlerweile total fest in meinem Alltag verwoben ist. Also ich kann eigentlich nicht jeden Sonntag meine Lieblingslinks bloggen, einfach weil ich so gern im Internet lese und dann darüber nachdenke und das halt in einem Blogpost verarbeite. Hattest du denn von Kindheit an die Möglichkeit, so per Computer in diese, früher hieß das bei uns immer neue Medien. Also als ich so mit den Computern so das erstmal so oder zu tun hatte, da hieß das immer so neue Medien, weil es halt gab etablierte und alte Medien, ne? Bücher, Zeitschriften und so weiter. Man schrieb sich Briefe und Postkarten, von Kurznachrichten, von Chatten oder so war ja überhaupt nie die Rede. Und ich stelle mir gerade bei dir vor, du hast eine ganz andere Erlebniswelt sozusagen gehabt. Du hast relativ früh die Möglichkeit gehabt, dann da diese elektronischen Medien kennenzulernen. Wie hat das denn bei dir da angefangen? Hattest du dann so einen Rechner stehen oder hast du einfach mal irgendeine Suchmaschine benutzt und losgelegt? Oder kannst du dich noch an erinnern, wie die ersten Schritte so waren? Also ich habe zu Weihnachten 2006, da war ich 10, meinen allerersten eigenen Laptop gekriegt. Und ich weiß nicht, dann habe ich, ich habe nicht so sonderlich viel mit dem Internet zum Tor gehabt am Anfang, aber ich habe mir halt mit Word gespielt und mit Paint und so, weiß ich, offline. Und irgendwann bin ich mal von einer Bekannten auf eine Internetseite gebracht worden, die heißt ZZZebra, das ist eine Webseite für Kinder, die gibt es tatsächlich immer noch. Und das habe ich cool gefunden und ich weiß nicht, wie ich dann den Schritt von ZZZebra zu Foodblogs geschafft habe. Aber sobald man mal einen Blog gefunden hat, kann man sich ja endlos an irgendwelche Blogrolls weiterhangeln. Und ja, dann habe ich Google Reader entdeckt und einfach ganz viele Sachen abonniert und beschlossen, dass ich sowas auch machen muss. Das hast du gesehen und gesagt, das will ich auch. Sag mal, den Google Reader gibt es doch nicht mehr, ne? Oder? Hatten sie den nicht abgeschafft? Den gibt es, glaube ich, seit 2011 nicht mehr. Ich glaube, da habe ich eh auch in meinem Blog einen Artikel geschrieben, weil nämlich die Ankündigung, dass Google Reader eingestellt wird, das war der Tag meiner Führerscheinprüfung, deswegen habe ich mir das gemerkt. Weil dann habe ich mit den ganzen anderen Leuten, die gerade vor der Prüfung standen, waren so geredet, so von wegen, hey, Google Reader gibt es bald nicht mehr, was machen wir da? Aber es hat eigentlich keiner gewusst, was Google Reader ist. Und das wäre es weiß ja jetzt noch keiner, was RSS-Reader sind. Das ist, jetzt ist schon so antike Technik irgendwie. Aber es ist sehr praktisch. Es ist so lustig, Dinge, die ich noch als Kind nicht mal kannte, also auch als junger Erwachsener noch nicht mal kannte, wenn du dann sagst, ja, das ist antike Technik. Das ist so herrlich. Also die Zeitdimensionen, die haben sich derartig gestrafft. Was heute modern ist, ist morgen schon nicht mehr. Und wer kennt schon noch... Ja, was weiß ich, StudiVZ oder so. Das ist auch schon lange aus den Köpfen wieder raus. StudiVZ war vor meiner Zeit tatsächlich. Also das war bevor ich Social Networks verwendet habe. Und ich habe halt gebloggt, bevor ich, also je nachdem, ob man jetzt bloggen als Web 2.0 sagt, wahrscheinlich schon. Es ist partizipativ, aber es ist kein Social Network. Und mir kommt es vor, als hätte ich deswegen auch einen relativ anderen Zugang zum Internet als die meisten meiner Altersgenossen und Genossinnen. Aber das einfach, weil du da einen Spaß an den Blog lesen und so weiter gefunden hast. Was kannst du den Spaß irgendwie beschreiben? War das in die Köpfe anderer Menschen reingucken zu können? Oder was war da das Treibende? Naja, ich habe am Anfang ja tatsächlich nur Foodblogs gelesen und mein Interesse war einfach am Backen. Und
so habe ich halt backen gelernt über die Zeit und irgendwann hat sich halt mein Sichtfeld erweitert und ich habe irgendwelche netzpolitischen Blogs und feministischen Blogs und sprachwissenschaftlichen Blogs, so bin ich zu meinem Studium gekommen, abonniert und jetzt habe ich halt so ein riesiges Medienmenü, mein persönliches. Und das finde ich wahnsinnig spannend, einfach andere Leute's Sicht auf die Welt zu lesen. Deswegen lese ich ja, ich lese tatsächlich sehr gern Tagebuchblogs, so wie Anke Gröner zum Beispiel. Die schreibt da ganz viel über ihr Studium und die schafft so, ihr Blog zum Schreiben, dass ich echt gern ihre Referate, das für Bachelorarbeit und für Masterarbeit gehalten hat. Die hätten immer so gern angehört, weil sie in ihrem Blog richtig begeisternd über irgendwelche geschichtswissenschaftlichen Themen schreibt. Und ich hoffe, dass mein Blog auch für irgendwen halbwegs interessant zu lesen ist. Ich weiß es nicht. Also du schreibst dann da Rezepte rein, weil dich das mit den Rezepten auch interessiert hat. Warst du denn schon am Backen interessiert, bevor du gebloggt hast? Oder ist das Backen sozusagen die Folge des Spaßes mit den Rezepten? Was war zuerst da? Nein, also ich habe schon vorher gebacken, sonst war ich ja nicht auf die Idee gekommen, einen Foodblog zu starten, aber mittlerweile würde ich das eigentlich nicht mehr auseinanderhalten. Immer wenn ich irgendwas backe, schieße ich zumindest ein Foto davon mit meinem Handy und schreibe mir vielleicht dazu auf, ob das Rezept jetzt gut war oder nicht. Und wenn halt ein Rezept wirklich gut war, dann stellen wir mit meiner Spiegelreflexkamera und einem Reflektor und weiß nicht was hin und oder auf einen Stuhl und kraxelt durch die Gegend, um ein schönes Foto vom Kuchen zu machen. Auf die Art und Weise sind jetzt 307 Beiträge entstanden. Das ist ja schon eine richtig große Hausnummer. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele Rezepte ich habe, aber es könnten schon mehr sein. Also die 307, die du ansprichst, ich glaube, du redest von Zuckersüß, das sind die sonntäglichen Linksammlungen. Also ich schreibe seit 307 Sonntagen Lieblingslinks zusammen. Und das sind halt nicht nur Rezepte, sondern auch irgendwelche Artikel in der Presse, in die alten Medien online oder in Blogs oder Podcasts und so weiter und so fort. Die alten Medien online, das ist auch schön. Ja, wo habe ich jetzt die 309 her? Zuckersüß, schätze ich mal. Also wahrscheinlich. Jetzt muss ich selber gucken. Zuckersüßblock. Ja klar, genau, das steht ja auch. Man muss es nur sehen. Ich bin zu weit entfernt. Meine Augen sind nicht mehr gut genug für die Entfernung. Genau. Also nur 307 Sonntage, das müsste man das durch 50 teilen. Ja, dann kommt man auf 6 Jahre. Kommt ja so ungefähr hin. Nee, kommt nicht hin. Das ist schon ziemlich lang, wenn man sich so... Ja, das ist... Also, aber wenn man meinen Blog auf meine Lebenszeit berechnet, ist das echt lang. Wahnsinn, Wahnsinn. Was ist denn das Faszinierende am Backen für dich? Naja, Backen macht man ja nicht unbedingt nur, um sich zu ernähren. Also es wäre jetzt nicht so, dass ich nicht gern koche, aber Backen ist ja meistens schon ein bisschen was Besonderes. Man verschenkt Kekse und Kuchen zum Geburtstag oder zum Wohnungseinstand und das finde ich einfach schön. Man kann mit Kuchen ziemlich leicht anderen Menschen Freude machen und dafür sorgen, dass ja, alle was Gutes zum Essen haben. Das heißt, und du verschenkst es eher, als dass du es selber isst? Naja, ich probiere natürlich immer. Also sobald ich ein Foto geschossen habe, das, was auf dem Foto drauf ist, das esse ich dann auch auf als Belohnung sozusagen, dass ich da 20 Minuten oder eine halbe Stunde rumstehe und Cookies ausleuchte und fotografiere. Aber ich nehme schon relativ oft irgendwas in die Uni mit. Oder natürlich meine Mitbewohner und Mitbewohnerinnen essen auch sehr gern meine Kuchen. Und als ich noch daheim gewohnt habe bei meinen Eltern, waren das natürlich meine Eltern und meine Schwester, die mitgegessen haben. Also so viel Kuchen kann ich ja gar nicht essen. Beim Backen gibt es ja so, also das Kleine, so die Plätzchen und die Kekse und dann gibt es, was weiß ich, Blechkuchen oder Torten, die ja auch dann manchmal 3- oder 4-stöckig sein können. Hast du da irgendwie einen besonderen Draht zu irgendeinem dieser Backwaren oder ist das einfach so einmal quer durchs Backbuch eigentlich? Ja, Torten mache ich tatsächlich fast nie. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt mehr als 5 Torten in meinem Blog gibt. Das liegt eigentlich daran, weil man die so schlecht transportieren kann.
Also die meisten meiner Rezepte sind schon so, dass ich es als Snack in die Uni mitnehmen kann oder naja, irgendwie einfach transportieren kann und in kleinere Portionen vor allem. Und Torten sind halt so Sachen für besondere Anlässe. Also ich glaube, ich werde in der nächsten Woche oder so schon eine Torte backen, weil erstens ich Geburtstag habe und eine Woche später mein Blog Geburtstag hat. Und das ist ein guter jährlicher Anlass, um doch mal irgendwas Großes zu backen. Und ansonsten, also ich interessiere mich schon auch ziemlich dafür, wie das alles funktioniert. Es gibt eine amerikanische Bloggerin, die heißt Braveheart, Stella Parks, und die testet ihre Rezepte tatsächlich ziemlich wissenschaftlich. Also auf alle Faktoren überprüft und einfach nur durch das, dass ich ihre Rezepte gelesen habe und auch andere Leute, die ähnlich vorgängen, habe ich auch ein bisschen ein Verständnis davon gekriegt, wie der Kuchen eigentlich so wird. Also dass zum Beispiel Natron, das ja erstens als Backtriebmittel, also zum Aufgehen gedacht ist, dass das erstens nur funktioniert, um einen Teig aufzulockern, wenn irgendwas Saures dabei ist. Und sauer genug ist zum Beispiel schon brauner Zucker, weiß er aber nicht, weil da ist halt nur Zucker und nur mal die Malasse drin. Aber dass das Natron auch dazu beitragen kann, dass der Cookie ein bisschen brauner und goldener ausschaut. Und das finde ich einfach total spannend. Und mir kommt es vor, als würde man beim Kochen, mal abgesehen von irgendwelchen richtig fancy Spitzengastronomie, nicht so genau vorgehen. Also. Das habe ich auch schon oft gehört von Freunden, auch die gesagt haben: Nee, backen, ist das, da muss man ja so präzise sein, da kann man ja auch nicht mehr eingreifen. Also, man stellt den Teig her, dann kommt das in die Form und in den Backofen und dann ist man ja im Prinzip raus aus der Nummer. Man kann da nicht mehr noch so während des Werdens irgendwie eingreifen. Das wäre beim Kochen anders, da könnte man ja ständig abschmecken und noch immer irgendwie was hineinschütten. Und wenn es mal zu süß ist, kann man die Süße wieder rausnehmen und wenn es zu sauer ist, das Saure wieder rausnehmen oder so. Das wäre beim Backen anders. Das kann ich nachvollziehen. Irgendwie, man kommt ja an dieses heiße Rohr nicht mehr gut dran. Ja, wie also wenn deine Cookies im Ofen sind, dann kannst du es nicht mehr nachzuckern. Kannst du höchstens Zuckerguss am Schluss draufklatschen. Aber deswegen ist halt wichtig, dass man sich vorher gut überlegt, was man macht. Und also mein gerade aktuellstes Rezept, das sind vegane Cookies. Und ich habe sehr lange mich geweigert, irgendwas Veganes zu backen, weil ich einfach nur kein Rezept gefunden habe, das mich wirklich überzeugt hat. Also wenn kein Ei drin ist, ein Ei macht ja nicht nur, dass es bindet, sondern es sorgt ja dafür, dass es ein bisschen fett ist, das Eigelb. Und also es hat ja ganz viele verschiedene Funktionen. Und wenn man einfach so ein Ei durch Bananen ersetzt, die zwar auch gut binden können, gängen halt die anderen Funktionen, die das Ei erfüllt, verloren. Und ja, der Kuchen kommt nicht so aus, wie er geplant war. Und jetzt habe ich ein veganes Cookie-Rezept und das habe ich halt echt sehr oft hintereinander gebacken. Und also zumindest für meine Verhältnisse, dreimal in einer Woche die gleichen Cookies. Sie haben sich die Bewohner gefreut, ne? Ja. Ja, normalerweise mache ich was und dann mache ich was anderes, weil es ja viel spannender ist, andere Rezepte auszuprobieren. Aber jedenfalls habe ich jetzt ein veganes Rezept, das ich sozusagen gut finde, wo das auch funktioniert mit der ganzen Backchemie. Und das wird jetzt langsam besser. So, dass du auch zufrieden bist. Wann bist du denn zufrieden? Also was legst du denn für Kriterien an? Müssen die fluffig sein, besonders gut schmecken, lange halten? Was sind so wichtige Kriterien? Na, also bei den veganen Cookies war am Anfang das Problem, dass steinhart waren. Also das erinnert mich an so Nudeln, so aus so braune Nudeln, die wirklich gesund waren, aber so null schmecken irgendwie. Okay. Naja, also geschmacklich waren es gar nicht so schlecht, aber sie waren halt einfach starrhart. Oder sie sind ganz stark auseinandergelaufen. Und ja, mittlerweile habe ich herausgefunden, dass man halt Kokosfett, das ich statt der Butter hergenommen habe, halbwegs kalt verwenden muss, damit der Teig die richtige Konsistenz hat. Damit die halt nicht ganz lang auseinanderlaufen. Und naja, auch zum Beispiel, dass man veganes Gebäck nie so lange im Ofen lassen darf, bis tatsächlich so schöne braune Farbe hat, wie man von normalem Gebäck gewohnt ist, weil dann ist einfach schon spät. Dann ist es schon steinhart. durch das, dass keine Milchbestandteile drin sind, also es ist ja vor allem der Milchbestandteil in Butter oder in
ja, in der Milch, wenn du es da nicht drin hast, die Gebäck so schön farbig macht. Und nachdem es das einfach nicht gibt, in vegane Cookies, also man kann natürlich Mandelmilch hernehmen, aber Mandeln verhalten sich komplett anders als Kuhmilch. Und dann, ja, es ist einfach komplett anders. Und das finde ich gerade tatsächlich spannend. Also vielleicht werde ich mir nur an mehrere vegane Rezepte versuchen. Das stelle ich mir schon fast so ein bisschen wie so ein chemisches Experiment vor. Man hat so die Zutaten da und dann wird mal was ausgetauscht, also die Kokosmilch gegen oder die normale Milch gegen die Kokosmilch oder so. Und dann schaust du halt, was kommt denn diesmal dabei heraus? Führst du auch so Buch, so ein Experimentierbuch, damit du weißt, welche Variation du da gerade verarbeitest? Also, wie gesagt, ich mache das nicht so, sondern ich oft meistens verlasse mich entweder auf Grundrezepte, also ich habe schon ziemlich viele Rezepte in meinem Blog, die ich halbwegs selbst erfunden habe, die aber halt auf Grundrezepten basieren, die einfach fix sind, so Mürbteig oder Biskuitteig, Eisgrundmasse, das hat, ist schon, ich weiß nicht, jahrhundertelang das Gleiche und es ist halt schon sehr gut getestet und das weiß ich auswendig und dann tue ich halt so einzelne kleine Sachen verändern. Und das mit Rezepte testen mache ich, wie gesagt, nicht so oft. Und wenn ich das mache, dann schreibe ich halt quasi einfach einen Blogpost-Entwurf mit meinen Notizen drin. Und manchmal vergängen auch 5 Monate, bis ich das dann nochmal mache. Weil es nervt mich, wenn ich 3-mal hintereinander die gleichen Cookies essen muss. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das wird langweilig irgendwie. Genau. Gibt es denn da bei den Food-Bloggern, Back-Food-Bloggern oder Bloggerinnen auch so eine Art Community? Also habt ihr irgendwie so... hast du andere Bloggerinnen und Blogger im Auge, die dann, wo du regelmäßig reinschaust, wo ihr euch vielleicht auch mal trefft und dann so Live-Verkostung macht oder Live-Backt oder so? Gibt es sowas? Also tatsächlich habe ich mich nie so wirklich in die Food-Blogging-Community gestürzt. Also ich war zum Beispiel auf der Republika mal beim Food-Blogging-Meetup, aber ich war ehrlich gesagt ein bisschen genervt davon, weil halt auch ganz viele von denen das beruflich machen und Werbung schalten und Kooperationen haben und so weiter und so fort. Und ich kenne jetzt persönlich in echt tatsächlich keine einzige Bloggerin, keinen einzigen Blogger, die das einfach nur so spaßeshalber machen. Also online natürlich, aber in echt habe ich es noch nie getroffen. Das ist bei den Podcaster und Podcasterinnen was anderes. Also ich glaube, ich habe eine viel größere Podcasting-Community um mich rundum, als ich eine Foodblogging-Community habe. Das ist mehr so, ich schreibe meine Rezepte in den Wald und hin und wieder kommt was zurück, aber nicht so richtig. Das ist ja interessant. Also ich hatte vorhin die 307 Beiträge erwähnt, die ja nur stellvertretend sind, weil sie immer nur sonntags erschienen sind, alle anderen noch dazwischen. Und bei den Lieblingsplätzchen, also deinem Podcast-Angebot, da hast du jetzt, glaube ich, so 9 Episoden ungefähr, ne, zusammen. Ja, 9. Das heißt, zweistellig. Also vorher habe ich gerade die Shownotes getippt für die, ja, super. Die Nummer 10. Das heißt, das Angebot ist da deutlich kleiner, aber die Reaktion ist stärker wahrnehmbar. Naja, ich glaube nicht so sehr, dass das an der Reaktion liegt, sondern einfach, dass ich mir halt einfach in so Podcasting-Community-Kreisen bewegt habe von Anfang an. Also ich bin, bevor ich überhaupt meinen Podcast gestartet habe, zum Meetup gegangen, habe dort Menschen kennengelernt und so. Und das habe ich halt, als ich meinen Foodblog gestartet habe. Warum bist du hingegangen? Naja, weil es mich interessiert hat. Und ich habe mir gedacht, vielleicht... Hast du vorher Podcast gehört? Oder wie bist du zu dem Thema gekommen? Okay. Ich habe Podcasts gehört und tatsächlich das allererste Foodblog, das ich gelesen habe, Joy the Baker, hat so um 2011 oder 12, ich weiß nicht mehr so genau, einmal einen Podcast gehabt, der ist mittlerweile wieder eingestellt und so bin ich auf Podcasts gekommen. Also damals habe ich die Folgen noch so einzeln heruntergeladen und auf meinen MP3-Player geladen, weshalb ich das dann auch schnell wieder aufgehört habe, weil das ziemlich anstrengend ist. Und dann so richtig in Podcast herangekommen bin ich erst mit meinem Smartphone. Und das war wahrscheinlich, ja, also mein Smartphone habe ich seit 2013. Und dann war ich ja, weiß nicht, ob du das auch schon nachgelesen hast, für ein bisschen länger als ein Jahr in Marokko. Und als ich in Marokko war, habe ich mir gedacht, hey, wenn ich jetzt einen Podcast mache, das wäre sau cool, weil da auch einfach mein Umfeld so anders ist, das kann ich mit einem Blogpost gar nicht so gut festhalten, wie das mit Audio kann. Aber ich habe kein Mikrofon gehabt
Und deswegen habe ich die Idee einfach wieder verschmissen. Und 2015 bin ich dann nach Wien gekommen und habe zufällig auf Twitter vom Podcasting-Meetup gelesen und habe halt so zurückgetwittert, ob man da hingehen darf, wenn man keinen Podcast hat. Und Daniel Messner hat gesagt, ja sicher, komm vorbei. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann war ich vielleicht noch zweimal dort oder so. Und irgendwann habe ich mit Hilfe vom Informatom, Stefan Haslinger, der hat mir sein Aufnahmegerät geliehen und gesagt, Jana, du hast jetzt ein Aufnahmegerät, du hast keine Ausrede mehr, du podcastest jetzt. Und so hat Lieblingsplätzchen angefangen im Sommer 2016. Okay, zwei der üblichen Verdächtigen, genau, sozusagen, Informatom, der Stefan, der ja auch Podcast-Pate ist, der hat das dann tatsächlich erfolgreich umgesetzt, das mit dem Podcast sein, mit Podcast-Pate sein, so, dich dazu zu bewegen. Also ich meine, ich habe ja auch gerade sein Headset auf, weil sonst habe ich nicht. Was hast du bitte, dein Headset? Das Headset, das ich gerade benutze, zumindest zum Hören, weil das Mikrofon ja nicht passt, das gehört auch im Informatom. Also nochmal ein Dank. Vielen Dank fürs Ausleihen, genau. Du hast, bist Foodbloggerin, Backfoodbloggerin, Bäckerei, Backwaren, Foodbloggerin und dein Podcast-Angebot heißt Lieblingsplätzchen. Das ist ja nicht ganz ohne Hintergedanke gemacht. Also das mit dem Plätzchen, das kann ja einerseits das Gebäck sein, andererseits aber auch ein Ort, an dem man sich halt besonders gerne aufhält. Diese Doppeldeutigkeit ist vermutlich Absicht. Oder? Ja, ganz sicher Absicht. Also ich habe meinen Podcast auch deswegen gestartet, weil, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass mir das Bloggen langweilig geworden ist, weil ich mache es ja immer noch. Aber ich habe mir gedacht, ich kann mal was Neues ausprobieren. Und ich wollte aber den Zusammenhang zu meinem Foodblog natürlich nicht kappen. Und wie gesagt, ich war neu in Wien und habe Wien überhaupt nicht kennt. Und so ist die Idee entstanden, dass ich einfach immer Menschen, die schon länger in Wien sind als ich oder sogar in Wien aufgewachsen sind, um deren Lieblingsplätzchen frage, mich dort mit denen triff und so die Stadt ein bisschen besser kennenlernen und natürlich auch Menschen und ihre interessanten Projekte besser kennenlernen. Und wer meine ganzen Folgen schon mal gehört hat, weiß, dass ich zum Schluss immer Cookies knabber oder irgendwas anderes knabber mit meinen Gästen und Gästinnen, weil ich die immer bitte, dass wir was mitnehmen. Also ihr Lieblingsplätzchen. Und das ist dann wieder der Zusammenhang zur Zuckerbäckerei. Also es geht schon irgendwie auch um Cookies zum Essen. Plätzchen zum Essen. Du lässt sie also den Ort zeigen und du lässt sie den Cookie mitbringen, sodass du also das mit den Lieblingsplätzchen gleich zweimal ausnutzt sozusagen. Genau, das ist die Idee. Mit dem Informatom, mit dem Stefan, hast du, glaube ich, auch die erste Folge gemacht. Ihr seid da irgendwie so einen Turm hochgeklettert, ne? Das war doch so, ich habe noch gedacht, das ist aber hoch. Viele Stufen. Wir waren auf der Jubiläumswarte. Ja, genau, was ist das? Mein Geschichtswissen ist ein wenig schlecht. Hier hat irgendwer, der wichtig war, bauen lassen zu irgendeinem Jubiläum. Sehr okay, genau. Ja, so klingt doch, das ist, reicht völlig. Lieblingsplätzchen Nummer 1 2016. Reicht völlig. Jemand, der wichtig war, hat zum Jubiläum bauen lassen. Deswegen heißt das Ding Jubiläumswarte. Aber genau. man kann da, ist das so eine Art Sternwarte? Kann man da die Sterne anschauen? Also Warte, das ist keine Sternwarte, das ist ein Aussichtsturm. Also da muss man mit dem Bus einigermaßen an den Stadtrand fahren, im 16. Bezirk. Und dann ein bisschen zu Fuß geht durch den Wald und dann kann man ein paar, weiß nicht wie viel, 100 irgendwas Stufen aufgehen und hat einen ziemlich schönen Blick einerseits über die Stadt und andererseits über den Wienerwald in die andere Richtung. Also ja, ist ein schönes Ausflugsziel. Ich war voller Bewunderung für euch, dass ihr noch genug Luft hattet für das Gespräch nach den Stufen da oben auch. Ja, nicht schlecht. Ja, tatsächlich ist meine letzte Folge, also die aufgezeichnet habe, gerade erst geschonottet, die planmäßig am letzten des Monats, das ist jetzt meine selbst auferlegte Planung, immer am letzten des Monats, die da online geht, die war auch hoch oben und zwar auf dem Hausdach. Und das war der Lieblingsplatz oder das Lieblingsplätzchen? Das war das Lieblingsplätzchen von der Marita Gasteiger. Das ist die ÖH, also Österreichische Hochschülerinnenschaft. Das ist so wie die Asta wahrscheinlich in Deutschland. Das ist ihr Lieblingsplätzchen. Aha. Also es hat Uni-Bezug, die aktuellste Folge. Ja. Wonach suchst du deine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus?
also sie müssen irgendwas Interessantes machen. Am besten irgendwas Interessantes mit Internet. Und angefangen habe ich auch mit dem Stefan, der ist selbst Podcaster und Programmierer. Und der hat ein paar interessante Projekte, so das Panoptikum zum Beispiel. Um die Gespräche aufzunehmen. Was nutzt du da? Ja, also tatsächlich nutze ich genau das, in das ich auch gerade rein. Sprich, mein Zoom H4N. Und zwar aus dem Grund, erstens, weil ich nicht so gut bei Kasse war, als ich meinen Podcast gestartet habe, dass ich jetzt da auch noch Headsets dazu kaufen wollte. Und zweitens gehe ich relativ oft mit meinen Gästinnen und Gästen spazieren. Und es ist schon auffällig genug, wenn man so ein kleines Aufnahmegerät mit einem Puschel drauf hat. Alle laufen weg und außenrum dumm. Und andererseits ist es halt auch, also ich stelle es mir jedenfalls so vor, ich habe es noch nie ausprobiert, wenn jetzt verkabelt wäre, dann darf ich mich ja vom Aufnahmegerät und von meinem Gast, meiner Gäste nicht wegbewegen, sonst kommt ja das Kabel in den Weg und das ist einfach wahnsinnig unpraktisch, wenn man draußen auf der Straße unterwegs ist. Und ich finde, die Tonqualität ist schon brauchbar, wenn ich einfach nur das eingebaute Mikro hernehmen und das wird dann auch nur durch Aufphonik jagt. Ja, du bringst auf jeden Fall ziemlich viel Atmo mit hinein. Also ich hörte die vorletzte Folge, da wart ihr auf dem Kinderspielplatz. Irgendwie mit, oder am Kinderspielplatz. Mit der Claudia? Wir waren mal am Donaukanal, da sind halt einfach alle möglichen Leute vorbeikommen. Also das ist schon eine Absicht. Also die Atmo, durch das, dass halt in meinem Podcast explizit um Orte geht, finde ich es voll cool, dass auch die Atmo dabei ist. Und am schönsten ist das, finde ich, bei der zweiten Folge, wo ich in Marokko aufgenommen habe mit Mahdi. Da waren wir in der Medina unterwegs. Und da hört man halt das ganze Arabische um uns rumtum und das finde ich ziemlich schön. Aber du hattest doch gerade erzählt, dass du gerade in Marokko eben noch kein Aufnahmegerät dabei gehabt hast. Wie hast du das denn da gemacht? Ich war nachher nochmal in Marokko. Also solange ich in Marokko gewohnt habe, habe ich kein Aufnahmegerät gehabt. Und dann habe ich in Wien angefangen zu podcasten und ich bin dann nochmal nach Rabat geflogen, um meine Freunde und Freundinnen dort zu besuchen. Und einer von denen, wie gesagt, Mahdi, der kann ziemlich gut Deutsch. Also der studiert Deutsch. Und mit dem bin ich halt durch die Stadt spaziert und habe so über Rabat im Allgemeinen geredet. Die ist aber schon ein bisschen älter, ne? Ich meinte, dass ich da mal reingehört habe, aber ich habe jetzt keine aktive Erinnerung mehr. Aber irgendwas war mal, ja? Ja, die ist schon ein bisschen älter. Also ich habe nicht so regelmäßig gepodcastet, weil das tatsächlich gar nicht so einfach ist, wenn man sich schon vornimmt, regelmäßig zu bloggen, jeden Sonntag und dann auch noch möglichst in jeder Woche Rezept. Und dann auch noch regelmäßig podcasten und studieren und so, ist ein wenig fein geworden. Aber jetzt habe ich beschlossen, es ist schon wichtig, dass ich einen Rhythmus habe. Und mir vorgenommen, dass ich zu jedem letzten des Monats veröffentliche, was im September auch schon wieder schief gegangen ist. Weil alle Leute, die ich gefragt habe, erst im Oktober Zeit gehabt haben, aufzunehmen. Also mich wundert das überhaupt nicht, dass das viel Arbeit ist. Du willst ja auch noch zwei Bachelorarbeiten nebenbei schreiben. Das ist ja schon eine Herausforderung, sagen wir mal. Du hast gerade gesagt, dass das Gerät mit sich herumzutragen, das ist schon auffällig genug und wirst ja angeguckt, aber es hat ja zumindest in einer Episode eine Portion Eis spendiert, weil der Eismann sagte, ich lade dich ein, als du ihm sagtest, ich bist in Podcast-Dingen unterwegs. Das fand ich sehr nett von dir. Das war mein Gast, der mir eingeladen hat. Das war gar nicht der Eismensch. Ach so. Nee. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Tatsächlich in der Folge im Kunsthistorischen Museum mit der Ines Häufler sind wir ins Gespräch gekommen mit zwei Kopisten, die da gestanden sind und irgendwelche klassischen Werke abgemalt haben. Das war ziemlich lustig. Also ich habe vorher nicht gewusst, was die machen. Und die stehen halt so ein halbes Jahr oder so jeden Tag im Kunsthistorischen Museum und kopieren irgendwann von den uralten Werke Strich für Strich nach, sodass sie das dann selbst bei sich aufhängen können oder verkaufen. Nicht schlecht. Das war totaler Zufall, dass wir denen begegnet sind. Mhm.
wenn du auf deine Gesprächspartner, auf deine potenziellen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zugehst und sagst, ich würde gerne einen Podcast machen, können wir uns dann und dann irgendwo treffen? Können die mit dem Begriff was anfangen oder musst du das irgendwie umfangreich erklären? Also meistens habe ich ja schon irgendwelche Menschen eingeladen, die irgendwas mit dem Internet zum Tor haben oder sogar selbst podcasten. Also haben eigentlich bisher alle gewusst, was das ist. Aber na, abgesehen davon kommt es mir schon so ein bisschen vor. Also als ich 2009 das Foodbloggen erklärt habe, habe ich permanent erklärt, was ein Blog ist. Und als ich 2016 angefangen habe zu podcasten, habe ich permanent erklärt, was ein Podcast eigentlich ist. Aber das bessert sich schon mittlerweile. Also Blogs weiß sowieso jeder, was das ist mittlerweile, weil es gibt so viele Influencer und Bloggerinnen und so. Und Podcast gibt es jetzt auch bei Spotify. Und damit ist der Begriff zumindest schon mal irgendwie in der breiten Masse. Spontan denke ich ja, dann sagst du einfach Audioblog. Also ein Blog ist ja dann erklärt. Das ist halt das gleiche wie Bloggen, nur eben im Audio. Ja, es kommt drauf an, wie man es erklärt. So, also dann gehst du mit deinem H4 in der Hand. Das heißt, du musst ihn die ganze Zeit tragen und immer den Leuten auch vor das vor den Mund halten. Ne? Das ist ja schon auch eine gewisse kraftraubende Übung. Naja, also es ist nicht so richtig schwer. Was eher schwer ist, ist, wenn man tatsächlich spazieren gängen, dass ich gleichzeitig das H4 halt und meinen Notizzettel und dann eben zum Beispiel das Lieblingsplätzchen oder das Eis, das wir gegessen haben, da gängen wir einfach dann die Hände aus. Hast du auch nur zwei, ja? Ja, tatsächlich. Aber es funktioniert ja. Okay. Wenn du dann nach Hause kommst mit deiner Aufnahme, oder sagen wir erstmal andersherum, haben die Gesprächspartnerinnen irgendwie was berichtet, wie das ihnen gefallen hat oder ob das für sie eine ungewöhnliche Situation war oder normal? Welche Rückmeldungen haben die so gegeben? Naja, also ein paar von denen sind ja selbst Podcaster, die waren das gewohnt und manchmal haben wir halt eigentlich dann off-tape nur weitergeredet und dann habe ich mich geärgert, dass ich schon Tschüss gesagt habe, weil es so spannend war, was wir im Nachhinein erzählt haben. Also mein Lieblingsbeispiel ist da zum Beispiel der Wolfi, der Filmpodcast ist, mit dem ich im Gartenbaukino war, der aber beruflich an der TU forscht, 3D-druckend, also Gewebe 3D-druckend, und das habe ich so interessant gefunden. Es war sehr schade, dass das nicht im Podcast zur Sprache gekommen ist. Aber ansonsten, also ein paar Leute haben halt vielleicht mehr so eine Interview-Auffassung, so tatsächlich, ich stelle eine Frage, die beantworten die, ich stelle eine Frage, die beantworten die, aber das ist nicht so das Ziel von meinem Podcast. Ich versuche schon irgendwie in ein Gespräch zu kommen. Es funktioniert nicht immer, aber meistens. Ja, denke schon. Aber gut, jetzt zu dem Gedanken, den ich gerade hatte, wenn du nach Hause gekommen bist und du hast halt das Gespräch auf deinem H4, wie geht's denn dann weiter? Welche Technik benutzt du zur Veröffentlichung oder zur Bearbeitung und dann zur Veröffentlichung? Also ich nehme mal die Datei und schmeiß in Reaper bzw. Ultraschall, mit dem ich mich leider immer noch nicht sonderlich gut auskenne. Aber das wird schon irgendwann werden. Ich muss nur noch mehr Folgen produzieren, glaube ich. Und ich höre mir das an und beim ersten Durchlauf tippe ich halt direkt in mein WordPress-Editor die Shownotes und setze Kapitelmarken und so. Und nachdem ich das gemacht habe, spreche ich das Intro ein. Also ich habe ja immer am Anfang von meinen Podcast-Folgen so einen kleinen Teaser, wo ich sage, ich war mit der und der Person da und da und wir sprechen über das und das und das Thema. Und am Schluss habe ich noch ja, die Credits, wie heißt, wo man Lieblingsplätzchen findet. Und das schnipsel ich dann in Ultraschall zusammen und exportiere es und jag es durch Auphonic, beziehungsweise es gibt ja das super praktische Podlove-Plugin, das alles macht. Und ja, dann veröffentliche ich es. Und nachdem ich es veröffentlicht habe, schreibe ich nur auf Twitter, dass ich das veröffentlicht habe und auf Instagram und auf Facebook. Und hofft, dass möglichst viele Menschen irgendwie über die Folge stolpern und die halbwegs interessant finden und die downloaden. Hast du eine Vorstellung von deiner Hörerschaft, wer das so ist und wie viele? Also ich glaube schon, dass das hauptsächlich Menschen sind, die ich irgendwie kenne und andere Podcaster. Dann natürlich meine Freundinnen und Freunde und meine Familie.
Das finde ich schon wirklich ziemlich cool, dass ich Menschen in meinem Umfeld so allgemein zum Podcast herangebracht habe, einfach nur dadurch, dass ich einen Podcast habe. Also die hören nicht nur meinen Podcast, sondern auch andere, aber wären halt nie auf die Idee gekommen, hätten sie nicht gewusst, dass ich auch Podcast. Und so die Zahlen, ich weiß nicht, das sind nicht sonderlich viel. Ich glaube, so die letzten Folgen sind irgendwas um die 150 Mal runtergeladen worden. Also, das ist sauber. Ausbaufähig. Ja, die musst du erstmal zusammenkriegen. Ist doch gut. Ja, es gibt erst 10 Folgen, also 9 Folgen. Eben. Mit einer sehr langen Pause dazwischen, das geht schon. Die war auch reisebedingt, weil du wieder unterwegs gewesen bist, oder warum? Ja, ich war für ein halbes Jahr in Frankreich auf Erasmus und ich habe tatsächlich versucht, dass ich irgendwen finde, der mit mir podcastet, aber ich habe leider keinen gefunden, der entweder, also ich wollte natürlich wen, der Deutsch spricht, aber ich hätte wenig nur mal, der Englisch spricht oder Französisch. Das wird halt dann für meine Hörerinnen ein bisschen komisch gewesen, wenn er vor allem mit Sprache wechselt. Aber es hat leider nicht funktioniert, es hat sich nicht ergeben. Ah ja. Sag doch mal ein Wort zu deinem Intro. Das hat so einen ganz besonderen Klang. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, da hat jemand irgendwie auf dem Eierschneider gespielt. Aber das ist ein bisschen despektierlich. Es ist viel schöner. Es ist fremdartig und doch vertraut. Und durch diesen Rhythmus, diesen starken Rhythmus, der da auch irgendwie drin, also der Rhythmus, es fällt ja immer so ein bisschen so runter. Was ist das? Naja, also ich habe am Anfang einfach irgendein Lied gesucht, das eine brauchbare Lizenz hat, also halt irgendein Creative Commons Share Alike oder so. Und das ist, also ich finde, das ist wirklich mit das Schwierigste, dass man Sounds findet, wenn man irgendwie Audio macht. Also ich habe ja Gott sei Dank nur ein einziges Mal mein Intro suchen müssen und dann nie wieder, weil ich auch keine Soundbetten drunter lege oder so. Und ich glaube, das war einfach das, das mir am besten gefallen hat. Und ich habe immer noch, also ich habe ja da so ein paar Takte von dem Lidl und dann Lieblingsplätzchen. Und das Wort Lieblingsplätzchen habe ich damals eingesprochen mit einer ziemlichen Erkältung. Und ich finde, das hört man mal an. Und ich war bis heute faul, dass sich das ändert und durch eine nicht erkältete Aufnahme von Lieblingsplätzchen ersetzt. Aber vielleicht heute ist es einfach so, ist Andenken an die erste Folge. Genau, hat was sehr, sehr Einmaliges sozusagen. Sehr, sehr schön, klasse. Klasse. Aber das hältst du jetzt auch bei. Also ist das auch dieses Podcasting, weil du gesagt hast, du studierst auch Journalistik und Publizistik, hat das auch damit zu tun? Ist es auch sozusagen eine Vorbereitung auf möglicherweise professionelles in ein Mikrofon sprechen oder so? Oder hat das damit gar nichts zu tun? Naja, ich glaube, ich kann eigentlich meine komplette Online-Freizeit-Medienpräsenz irgendwie theoretisch als Vorbereitung sehen, weil ich habe nur durch meinen Foodblog fotografieren gelernt und halbwegs mit Photoshop umgehe und auch einfach Texte so schnell aber zum Schreiben. Und im Podcast habe ich auch einfach die Möglichkeit gehabt, dass ich mich mit Audio beschäftige und insofern ist das auf jeden Fall hilfreich. Ich habe in meinem Publizistikstudium den Schwerpunkt Hörfunk gewählt. Also ich habe ein paar Seminare zu Radio, wo es auch darum geht, dass man Sachen aufnimmt. Und da habe ich halt schon einen Vorteil, weil ich einfach ein Aufnahmegerät habe und alle anderen sich das entweder ausleihen müssen oder halt mit dem Handy aufzeichnen, was zu weitaus schlechtere Ergebnisse führt. Und andererseits, also ich habe im Sommer ein Praktikum bei Ö1 gemacht, also beim öffentlich-rechtlichen Radio, dem Kultursender Österreichs, und also ich darf schon behaupten, dass mir das da geholfen hat. Ich weiß halt einfach schon einiges darüber, wie Audio funktioniert und wie man mit einem Schnittprogramm umgeht und so weiter und so fort. Also das trainiert dann schon. Da geht es in die Richtung, ganz klar, ja. Also so, dann könntest du das beruflich dann später auch mal vorstellen, in Richtung Hörfunk zu arbeiten? Oder, also ich habe als Kind total den Wunsch gehabt, zum Radio zu gehen. Ich wollte immer unbedingt zum Radio, das war so ein Traumberuf irgendwie, und das hat leider nicht funktioniert, deswegen habe ich das dann später mit dem Podcasten versucht. Hast du auch so einen Traum irgendwie, dem du nachhängst? Ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht so recht, was ich
weiß ich mal beruflich wie. Es ist schon so ein bisschen Überraschung. Also Audio interessiert mich total und ich bin ja eigentlich übers Podcasten zum Radio gekommen und nicht andersrum. Vielleicht funktioniert es. Mal schauen. Ich studiere jetzt mal meine zwei Bachelor fertig. Und Blogge und Podcaste nebenbei und Sketchnote auch noch. Du hattest eingangs gesagt, dass du durch diesen Umgang so in den Weiten des Internets sozusagen auch dich gewissermaßen politisch weitergebildet hast, gesellschaftlich weitergebildet hast. Wenn ich richtig erinnere, hast du dich feministisch weiterentwickelt. Spielt sowas auch in deine Podcast-Fragen mit hinein? Oder versuchst du da eher so ein bisschen unpolitischer zu bleiben? Also, ich weiß nicht. Persönlich ist eigentlich doch immer politisch. Insofern ist das schon mal schwierig, einfach gar nicht politisch zu sein. Also, ich sprich mit meinen Gästinnen und Gästen jetzt nicht direkt über Politik. Aber für die Staffel, in Anführungszeichen, in Staffeln ist mein Podcast nicht gegliedert. Aber einfach seitdem ich wieder angefangen habe, regelmäßig das zu machen, habe ich beschlossen, dass ich nur Frauen einlad, also vorerst, einfach um das Verhältnis auszugleichen, damit ich zumindest gleich viele Frauen und gleich viele Männer habe. Also so einen Anspruch habe ich schon. Und auch durch das, dass ich so viele feministische Blogs gelesen habe, das hat wieder in meiner Studienwahl sich übertragen. Also im Nebenfach habe ich Gender Studies studiert. Und ja, es ist schon ein wichtiges Thema, deswegen hast du mich eigentlich echt am falschen Fuß erwischt mit dem World Girls Day, weil ich tatsächlich nicht mitgekriegt habe, dass der halt ist. Ja, gut, ich meine, es gibt ja so viele Tage. Gestern war der Welthundetag, wie vorhin jemand in den Chat schrieb. Das habe ich wohl mitbekommen. Ein Kollege seinen Hund oft auf einer Seite wiedergefunden hatte oder so. Stimmt, das habe ich sogar mitbekommen, aber nur indirekt, also durch diesen Kollegen. Und das mit dem Weltmädchentag habe ich heute Morgen mitbekommen, weil die Polizei hier in der Gegend, die twittert auch und die twittert morgens immer die Stellen, wo sie mit ihrem Radargerät stehen. Und meistens ist in diesem Tweet dann auch noch so ein tagesaktueller Bezug. Nach dem Motto, heute ist Karneval, aber feiern Sie lieber ohne Führerschein, und denn wir blitzen hier und da oder so. Und heute stand da irgendwas von Weltmädchentag. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, was es war. Es war sehr früh heute Morgen, keine Ahnung. Deswegen war mir das gerade bewusst geworden. Und dann dachte ich mir, es ist eigentlich ganz schön, dass wir heute eine Gästin haben, obwohl das alles Zufall ist. Also wir hatten uns ja eigentlich für die letzte Woche verabreden wollen, als Lars und ich in Wien gewesen sind. Und ja, ich war nicht in Wien. Wollten gerne mit dir da sitzen und sprechen. Vor allen Dingen hatten wir gehofft, du würdest Kekse und Plätzchen mitbringen. Natürlich, ist ja klar. Wäre sogar relativ wahrscheinlich gewesen. So, und dann hatten wir es mit dem Lothar zu tun. Der hat nur seinen Hund mitgebracht. Den durften wir aber nicht aufessen. Also das ging nicht. Was hat dich denn eigentlich nach Wien verschlagen? Das Studium alleine? Naja, also ich bin schon wegen dem Studium nach Wien gekommen, aber also wie gesagt, ich habe nach meinem Abitur ein Jahr in Marokko verbracht und dann war ich halt in Marokko und habe mir so überlegen müssen, okay, bei welchen Unis versuche ich mich mal einzuschreiben bzw. zu bewerben, weil Publizistik bzw. Kommunikationswissenschaften hat ja an einige Unis an NC in Deutschland und in Österreich ist auch man braucht einen Aufnahmetest. Und ich habe jetzt sozusagen einen 500 Kilometer Radius um meine Heimat gezogen, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt war ich für so lang wirklich relativ weit weg, ich kann halbwegs nah wieder sein, aber auch nicht zu nah an Niederbayern. Und naja, da ist halt Wien in den Radius gefallen und ich habe mir gedacht, hey, Wien ist eine Hauptstadt, das ist cool, das ist ein anderes Land, also vor allem, weil es ein anderes Land ist, aber man denkt, das ist interessant. Also es ist nicht so eine Herausforderung, wie jetzt in ein anderssprachiges Land zu gehen, weil im Endeffekt kann ich vielleicht sogar als Österreicherin durchgehen, also nicht so richtig, aber für Norddeutsche gehe ich schon als Österreicherin durch mit meinem Dialekt. Für mich bist du als Österreicherin durchgegangen, auf jeden Fall. Ja. Bin ich nicht. Und ich habe mir halt einfach gedacht, dass es wird spannend sein, weil ich dann ein anderes politisches System habe, andere Medien um mich herum. Und so ist dann meine Entscheidung für Wien gefallen. Und ich finde, das war eine sehr gute Entscheidung. Also ich finde, es gibt
eigentlich keine bessere Stadt, in der man wohnen kann. Es ist so schön grün, es ist nicht so absurd teuer wie zum Beispiel München. Es gibt eine ganz große Uni, ganz, ganz viele Veranstaltungen. Ja, es ist einfach eine schöne Stadt. Da, was hässlich ist in Wien, ist immer noch schöner als die schönsten Teile mancher anderer Städte, finde ich. Also ich war erstaunt, als wir letztens da waren, wie viele Touristen da herumgelaufen sind. Also ich meine, gut, wir waren ja dann selber auch als Touristen unterwegs, auch in diesen Hop-on-Hop-off-Bussen. Die übrigens, ist mir aufgefallen, die haben ja in jedem Sitz die Möglichkeit, einen Kopfhörer einzustöpseln. Das wären eigentlich die absolut guten Geräte, wenn man Live-Podcasting macht. Setzt man sich einfach oben vorne rein und überträgt das dann durch die Bord-Lautsprecher auf allen Sitz. Das ist eine lustige Idee. Chartert man mal einen Bus. Ne, genau. Die haben doch abends nichts zu tun. Also dann könnt ihr doch da vielleicht Live-Podcaster durch die Gegend kariolen. Das wäre doch mal witzig. Das ist eine krasse Lieblingsplätzchen-Aktion. Ja, genau. Könnte man noch was draus machen. Jedenfalls ist mir da aufgefallen, wie unglaublich voll die Stadt war. Gut, jetzt hatten wir auch da, wir haben am Prater gewohnt und da war die Wiesen irgendwie in Richtung Oktoberfest, war da wohl dann auch noch so, ja, Lederhosen und Dirndlzeit. Das ist komplett an mir vorbeigegangen, muss ich sagen. Okay, also bei uns nicht. Also wir haben es schon gesehen. Und ich fand es irgendwie voll. Ich weiß auch nicht. Man hatte mir vorher gesagt, Wien sei das größte Dorf der Welt und ich hatte es mir irgendwie ruhiger vorgestellt in meiner Naivität. Es war doch relativ rummelig. Aber das findest du gut. Ja, es kommt wahrscheinlich darauf an, welche Bezirke du die rumtreibst. Also im ersten Bezirk sind natürlich wahnsinnig viele Touristen und Touristinnen. Aber ja, Stadt auswärts dann nimmer. Und das finde ich auch so cool an Wien. In Wien ist man wahnsinnig schnell aus der Stadt draußen. Also es gibt ein paar Straßenbahnlinien, da kannst du einfach bis zur Endstation fahren und dann stehst du im Wienerwald. Ah ja. Wenn man nur weiß, das wo, ist, genau. Ja, das ist so. Man muss gewusst wo, ganz klar. Wir haben noch eine Eigenschaft von dir noch gar nicht angesprochen, nämlich, dass du eine Zeichnerin bist. Du bist eine Sketchnoterin. Das ist ja auch eine total faszinierende Geschichte. Kannst du in kurzen Worten für Menschen, die nicht wissen, was Sketchnotes sind, erklären, was das ist? Also Sketch heißt ja Zeichnen, Notes sind Notizen, es sind gezeichnete Notizen. Und das heißt, ich kann zum Beispiel einen Vortrag, eine Vorlesung, eine Podcast-Folge, was auch immer, live, also Echtzeit festhalten, indem ich nicht mitschreibe oder so, weil dann müsste ich ja stenografieren, so schnell schreiben kann man eigentlich nicht, sondern bestimmte Begriffe visuell darstellen. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn es um Podcast geht, kann ich zum Beispiel ein kleines Mikrofon zeichnen oder wenn es um die Uni geht, mal ich so eine Uni, in so einen griechischen tempelmäßige Uni sozusagen, so klassizistisch, wie die in Wien ausschaut. Und so kann man halt Inhalte ziemlich cool zusammenfassen. Also es ist ganz schön anstrengend, wenn man gleichzeitig zuhört und sketchnotet, weil man ja das Gehörte visuell übersetzen muss und aussuchen muss, ob das jetzt wichtig genug ist, dass man ein bisschen was vom Platz dafür verwendet, weil man hat ja nur, das ist auch so ein Ding, man schreibt nur auf ein einziges Papier, also ich traue dann nicht um und schreibe auf der nächsten Seite weiter, ich beschränke mich wirklich auf eine einzige Seite. Und am Ende kommt halt eine Mitschrift von irgendwas außer, die hoffentlich schön auch zum Schauen ist. Ja, was mich dabei immer total fasziniert und was ich überhaupt nicht gut könnte, abgesehen davon, dass ich schlecht zeichnen kann, also meine Figuren sind eher immer Quadrate oder Kreise, also so wirklich so grundgeometrische Dinge, aber damit komme ich schon relativ weit, also das hilft schon. Während da vorne ein Vortrag läuft, hat der Vortrag natürlich auch wie so ein Fahrplan, ja, da kommt Thema A, da kommt Thema B, da kommt Thema C, Thema D, und in dem Moment, wo du das erste Thema hörst, Thema A, musst du ja erstmal eine Idee bilden, wie kann ich das denn visualisieren? Und dann fängst du an, es zu tun. Und während du es tust, ist er schon bei Thema B.
und dann hast du im Prinzip, also du schreibst Thema, also du zeichnest Thema A, hörst Thema B. Vielleicht bist du mit Thema A noch nicht fertig, wenn er schon zum Thema C gekommen ist, dann fängst du an, während du noch die letzten Striche von A machst, darüber nachzudenken, wie du B visualisierst, hörst aber C. Und wie kriegst du das alles in deinem Kopf so schnell verarbeitet? Das ist mir total, also ich bewundere das zutiefst, wenn ich das sehe. Nein, es braucht schon wirklich wahnsinnig viel Konzentration. Also wenn ich bei einer Konferenz bin, ich war zum Beispiel vorletzten Montag bei der Digitalkonferenz, hat die geheißen, das hat Ingrid Brodnik organisiert, so eine Autorin, die übers Internet schreibt, also zum Beispiel Hass im Netz und so. Und da waren, glaube ich, 6 Vorträge hintereinander und ich habe mir vorgenommen, dass ich jeden einzelnen schreibe. Und zwischen den Vorträgen sind natürlich nur 5 Minuten Zeit oder so. Und am Ende war ich wirklich völlig kaputt. Das braucht die komplette Konzentration. Und ansonsten ist halt einfach Übung. Also wenn ich jetzt 30 Sekunden nachdenken muss, wie ich jetzt Podcast visualisiere, also das Wort Podcast, dann habe ich schon den Rest verpasst, den Anschluss verpasst und dann wird es schwierig. Aber wenn ich halt in meinem visuellen Vokabular zum Beispiel habe, Podcast ist ein Mikrofon oder ist ein Kopfhörer und ein Handy oder ja, irgend sowas derartiges, dann ist es einfacher. Also wenn ich das Thema vorher weiß, kann ich mich natürlich auch darauf vorbereiten. Ich habe zum Beispiel mal für die Uni Wien, also für die Öffentlichkeitsarbeit von der Uni Wien gesketchnotet und die haben das gleichzeitig mitgefilmt, sodass dann auch, also ein Timelapse-Video rausgekommen ist, das ziemlich schäbern ist. Da habe ich mich schon vorbereitet, indem ich das Abstract von dem Vortrag durchgelesen habe und halt mir überlegt habe, welche Begriffe man wie darstellen kann. Und durch das, dass ich halt auch ganz viel meiner Vorlesungsmitschriften, also einfach so, wenn ich in die Uni gehe, Sketchnote oder zumindest in Teilen, weil wissenschaftliche Sachen sind tatsächlich schwierig in ihrer Dichte. So ein normaler Vortrag ist nicht so dicht wie eine Vorlesung über, keine Ahnung, halt, weil zum Beispiel eine Vorlesung über Entwicklungssoziologie, das ist tatsächlich sehr schwierig zu sketchnoten. Aber es ist eigentlich einfach nur Übung. Und man muss nicht dafür zeichnen können. Es ist nur so kleine Kritzeleien. Ja, so. nur Kastel, nur Vierecke und Kreise und Schatten. Also was auch wichtig ist, was wirklich einen großen Unterschied macht, ist der Stift. Also mit einem Kugelschreiber Sketchnoten macht viel weniger her, wie mit einfach einem schwarzen Feinliner. Und wenn man dann nur so einen hellgrauen Filzstift hat, um irgendwelche Sachen zu schattieren, macht es sofort richtig was her. Ich habe dieses Video gesehen, von dem du gerade gesprochen hast, diese Zeitrafferaufnahme. Da benutzt du, glaube ich, 4 oder 5 verschiedene Stifte. Also da habe ich schon gewundert, welche Vielfalt da eigentlich eingesetzt wird. Weil das raubt ja nochmal Zeit, die man ja eigentlich nicht hat. Aber das stimmt natürlich schon. Ich habe neuerdings ein iPad und ich habe mir darauf versucht, auf dem iPad zu sketchnoten. Und das ist schon ganz anders, weil da habe ich ja nur einen einzigen Stift. Und muss halt auf dem Display die verschiedenen Farben und Stiftarten auswählen. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht entscheiden, was ich lieber mag. Weil die Stifte, die ich habe, die sind auch unterschiedlich und da brauche ich ja nicht hinschauen. Also ich kann blind erkennen, ob ich jetzt einen Buntstift in der Hand habe oder einen Filzstift oder einen Feinliner. Und ja, das ist einfach auch nur Übung. Ist das dann auch Übung, dass das Blatt so schön am Ende so schön gleichmäßig gefüllt ist? Also mich wundert immer, also, woher weißt du denn, wenn du anfängst, wie viel Themen du denn eigentlich da unterbringst? Also das schwierig wird es, wenn ich nicht weiß, wie viel Zeit der Vortrag in Anspruch nimmt. Also wenn ich weiß, okay, der Vortrag dauert eine halbe Stunde, dann mag ich nach 15 Minuten ungefähr die Hälfte vom Papier voll haben. Also ich setze so viel Vertrauen in die Vortragenden, dass die das halbwegs gleichmäßig aufteilen. Aber wenn ich das nicht weiß, ist wirklich schwierig. Und manchmal passiert es halt, dass ein Blatt dann nicht voll wird oder so. Und dann habe ich halt Pech gehabt, dann muss ich es unten abschneiden. Also auf dem Foto oder in echt. Das ist eine gute Idee. Bei dir habe ich auch zum ersten Mal gesehen, dass man auch auf kleinem Papier sketchnoten kann. Ich kannte das eigentlich immer nur so von so großen Flipcharts, so A0 oder noch größer, wo dann irgendjemand da so an so einer Stellwand mit einem riesen Edding da so rumgemalt hat. Und bei dir habe ich das zum ersten Mal auf so wirklich
Kleinformat, DIN A5 also so oder noch kleiner ist, gesehen. Wenn es so groß ist, wird es ja häufiger einfach Graphic Recording genannt. Ah, und noch eine andere Spielart. Ja, also ich weiß auch nicht so genau, wo jetzt da der Unterschied ist. Das ist ungefähr so eine Diskussion, wie was ist jetzt ein Podcast, das kann man sich auch nicht drauf einigen. Aber ich schreibe, wenn ich auf Papier mal, sind meine Sketchnotes alle A6 groß. Also ich mal auf Blankokarteikarten, weil das ist ein festes Papier und es ist gestrichen. Also es ist quasi so weich, in Anführungszeichen, wenn man drüber streicht, weil ich habe ein paar Stifte, die sind ziemlich teuer und die gehen kaputt, wenn man auf schlechtem Papier damit schreibt. Also wenn ich einmal auf Zeitungspapier damit schreibe oder zweimal, sind es eigentlich nicht mehr zum Brauchen. Und so schreibe ich einfach immer auf die kleinen Karteikarten. Und ich finde es einfach viel praktischer, wenn ich tatsächlich auf einer Konferenz bin, weil da gibt es ja nicht so wie in der Uni Tische, sondern ich schreibe auf meinem Timer, also auf so einem kleinen Buch drauf als Unterlage. Und ich glaube, ich kann nicht einmal so groß sketchnoten. Also wenn es mir jetzt auch ein Null-Flipchart gibt, dann bin ich wahrscheinlich räumlich ein bisschen verloren, weil mir die Übung fehlt. Man kann ja unten was abschneiden, bis es dann eine Karteikarte ja. geworden ist. Schön. Klasse. Also ich bewundere das ja sehr und das ist ja auch, der Tim Brittler und andere versuchen ja so Live-Podcasting auch grafisch zu unterstützen und gerade bei der Logbuch-Netzpolitik-Folge, bei der, die hatten eine 200er und glaube ich eine 256er, da war auch so ein ein Sketchnoter dabei, der dann eben die Themen, die dort besprochen wurde, dann auch visualisiert haben. Und ich habe zumindest das von der 200er, habe ich selber auch hier, also per Video-Dings nachverfolgen können. Und das war schon irgendwie eine zusätzliche Ebene der Vertiefung. Also mich hat das ziemlich beeindruckt, wie das auch auf mich gewirkt hat. Also ich... Also ich finde es vor allem im Nachhinein super praktisch. Also wenn ich auf einer Konferenz bin, ich habe eigentlich ein ziemlich schlechtes Gedächtnis. Also ich kann mir nichts merken, das vor 5 Stunden war. Also ich habe es dann bestimmt schon wieder vergessen. Aber wenn ich auf meine Sketchnote schaue, dann habe ich es halt sofort wieder auf einen Blick. Da muss ich jetzt nicht 3 Seiten Mitschrift durchlesen oder eine halbe Stunde das Video nochmal anschauen, sondern habe die wichtigsten Begriffe einfach auf dem A6-Papier. Und es macht da einfach sowas her. Also wenn ich mich nicht verschreibe oder so oder irgendwelche Flecken drauf sind, schaut es halbwegs schön aus und man kann damit einfach Sachen illustrieren. Einfach nur der Illustration wegen. Ja, ja. Also ich mag auch sehr, ich mache es auch für mich selber. Also ich kann mir Zusammenhänge, die ich irgendwie aufmalen kann, wo ich auch Bezüge, so ein Pfeil startet hier und endet da oder zwischendurch ist irgendeine Veränderung, dass man auch so ein Time, wie so eine Zeitleiste hinmalen kann oder so. Das kann ich mir auch immer am besten so vor Augen führen, versinnbildlichen sozusagen. Mhm. Ja, also das stimmt. Mitschreiben hilft auf jeden Fall, um sich Sachen zu merken. Und Sketchnoten auch. Das Problem da, was ich da habe, ist so die Auswahl zu treffen. Deswegen ist das mit dem Zuhören und gleichzeitig Verarbeiten, das stehe ich da so bewundernd davor. Weil du musst ja eine gewisse Auswahl treffen. Du kannst ja jetzt nicht jedes Szenario, was der Redner oder die Rednerin da anspricht, irgendwie gleichzeitig abbilden. Du musst ja irgendwie die wichtigsten, das ist ja schon ein Kondensat eigentlich von dem, was da gesagt worden ist. Und das zeitgleich zu machen, das ist also das eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Ist so toll. Ganz toll. Dankeschön. Okay. Ich bin eigentlich durch mit meinen Fragen, aber ich habe noch eine letzte. Und zwar, was ist der Unterschied zwischen Plätzchen und Keksen? Ui, das ist schwierig. Also an sich dat ich ja mit meiner Muttersprache Niederbayerisch schon mal nicht Plätzchen sagen, weil ich ist so eher norddeutsche Verniedlichungsform mit der Plätzerl sagen. Das funktioniert aber im Wienerischen immer. Also Plätzerl kann man da nicht so gut verstehen. Deswegen habe ich meinen Podcast trotzdem Plätzchen genannt. Und Plätzerl
sind eigentlich meiner Intuition nach Weihnachtsplätze. Also weiß ich, was man irgendwann zwischen Mitte November und Ende Dezember backt. Und Kekse, unter Kekse verstehe ich eigentlich so Cookies, amerikanische Art von Keksen. Ich mag beide ganz gern und eigentlich ist es ja egal, wie man die bezeichnet. Ich weiß auch eigentlich nie, wie ich sagen soll, wenn ich was brauche, also wenn ich was backe. Da haben wir es schon, wenn ich sage, ich brauche was, das ist zu sehr Dialekt, um es zu verstehen. Und ich brauche ja eigentlich nicht nur Kuchen und oder nur Kekse oder nur Plätzerl, weil manchmal mache ich ja Eis. Und ich nehme die ganzen Begriffe völlig durcheinander her. Lecker, lecker, lecker. Wollen wir denn mal Sebastian und Lars fragen, ob sie auch ein Lieblingsplätzchen haben oder zwei, also jeweils einen Ort und einen Gebäckteil. Lars, hast du ein Lieblingsplätzchen? Boah, ich gebe mal eben Sebastian den Vortritt. Ich war jetzt froh, dass Lars dran war, dass ich noch überlegen kann. Habe ich In welche Städte seid ihr eigentlich? So. Also ich bin Richtung Nordrhein-Westfalen, Bielefeld, die Ecke Minden. Muss ich tatsächlich auch gerade ein bisschen drüber nachdenken. Also ich bin ganz gerne hier unterwegs, wenn ich so in der Natur spazieren gehe oder joggen. Das ist, finde ich, schon immer am schönsten tatsächlich, weil es auch sehr viel Ruhe, sehr ruhig ist im Wald und so weiter. Das finde ich eigentlich doch, das wäre jetzt so das Erste, was mir spontan vielleicht einfällt. Und von Gebäck, schwierig. Ich finde Lars, wie heißen die noch, diese niederländischen Stroopwafels, die finde ich zum Beispiel auch ganz gut, aber ob das jetzt die besten wären, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob die als Plätzchen durchgehen. Ja. Also mir hat schon mal wer so Schaumküsse mitgebracht als Lieblingsplätzchen, das zeigt alles. Okay. Süßes. Ja, dann passt Stroopwafel auf jeden Fall. Sind zwei Waffelhälften mit Sirup drin. Aber wenn es mir jetzt fragst, ich kann die Frage auch nicht beantworten. Ich glaube, ich kann meinen Podcast nicht aufhören, bevor ich nicht mein eigenes Lieblingsplätzchen in Wien gefunden habe. Also fürs Lieblingsplätzchen, das muss nicht in meinem Wohnort sein, oder? Nein, es kann irgendwas sein. Dein liebster dann, Platz. Ob es jetzt der liebste ist, auf jeden Fall kam der mir dann als erstes in den Sinn. Ich habe nur überlegt, ob mir noch was anderes einfällt, aber als erstes in den Sinn kam mir die niederländische Nordseeinsel Terschelling. Mhm. Warum? Was ist da? Es ist wunderschön. Es ist eine Nordseeinsel mit hohen Dünen, einem unfassbar breiten, langen Strand, obwohl ich gar nicht so der Strandbrutzler bin, aber einfach da rumzusitzen, oben auf der Düne und aufs Meer raufzugucken und diesen Strand zu sehen und der Leuchtturm streicht über einen hinweg und der Fußweg dahin durch die Dünen, man kann also außen rum oder man kann durch die Dünen durchspazieren, das ist einfach großartig und ich muss da unbedingt wieder hin. Ah, super. Hätte ich auch, also so der Blick aufs Wasser, irgendwo am Strand sitzen und einfach ins Wasser oder aufs Wasser gucken, wie sich das da bewegt und verändert, wie das Licht da wandert und so, wie die Wellen hoch oder wenig hoch und so weiter einem da entgegenbranden. Das wäre auch so ein Lieblingsplatz. Wobei ich fast glaube, wenn ich das dann mache, dann ist es irgendwann dann auch schnell Fahrt. Ich weiß aber das ist so eine Sehnsucht, die zieht mich dahin, ohne dass ich wirklich weiß, ob das auch die Erfüllung ist. Aber es ist wie so eine, ja, also der Glaube daran ist wahrscheinlich besser oder die Fantasie darüber ist besser, als dieses, wie es dann in der Praxis tatsächlich wäre. So habe ich so ein bisschen die Befürchtung bei mir. Und den Keks aus, achso, hier Plätzchen. wo ich sehr schwer widerstehen kann, sind Erdnussplätzchen. Wenn da so ein paar auf dem Tisch stehen, dann sind die irgendwann ganz schnell weg.
Was, Cookies, oder was meinst du mit Erdnussplätzchen? Ja, es gibt, also es gibt's hier bei uns im Supermarkt, das so Mürbe, das ist wie so Mürbegebäck oder so Mürbe, und da sind da einfach wirklich Erdnüsse, so halbe auseinandergefallene Erdnusskerne obendrauf gesteckt. Oh ja, die sind gut. Das ist ein Verderben sozusagen. Ich fürchte, die sind, kalorientechnisch, wenn man das so kalorientechnisch betrachtet, sind die recht heftig. So in der. Das ist ja egal, es sind Cookies. Da isst man, weil es gut sind. Nicht um abzunehmen oder so, fragwürdig gesagt. Ja. Aber man sollte sich da vielleicht auch auf eins oder zwei dann, die man exemplarisch genussvoll zelebrierend in seinen Mund steckt und nicht so sich über die ganze Packung hermachen, so wie so ein Rasen. Ja, Kultur ist doch anders, muss ich sagen. Ja. Habt ihr noch Fragen an Jana? Was Backen angeht zum Beispiel. Das ist die Fachfrau für Backwaren. Nee, jetzt ich konkret nicht. Also wenn ich Plätzchen mache oder so, gelingen sie. Ich habe eigentlich keine Fragen gerade. Nee, ich habe jetzt auch gerade nichts Spontanes da. Ich habe mal Plätzchen machen wollen mit so einer Gebäckspritze. Das ist so ein Plastikding, da tut man Teig rein und dann drückt man hinten so einen Hebel und dann soll da angeblich vorne immer genau eine Portion rauspurzeln, was natürlich nicht funktioniert hat, sondern es war eine endlose lange Wurst und es, also auf den Prospekten, die dabei lagen und den Serviervorschlägen sah das alles total edel aus, aber ich habe es überhaupt nicht hingekriegt. Also ich glaube, das Ding hieß Gerda und das war lange Zeit, war das so. Ich kenne das Ding auch noch. War das so ein geflügeltes Wort irgendwie. Nimm doch deine Gerda oder so. Und ich habe gesagt, lass mich in Ruhe, es funktioniert eh nicht. Ja, also so Küchengadgets sind meistens eher ein bisschen unnötig. So viel braucht man gar nicht. Irgendwelche besonderen Formen und weiß nicht, was es für trendige Sachen gibt, Cake-Pop-Formen und Zeug. Einen gescheiten Ofen und einen Mixer. Okay, Ofen und Mixer. Und den Rest machst du dann mit einem kleinen Löffel, also so portionieren mit einem Löffelchen oder so. Ja, bei Cookies jedenfalls. Ja. Okay. Gut. Dann denke ich, sind wir durch. Oder möchtest du noch irgendwas erzählen von dem, was wir jetzt nicht besprochen haben? Tatsächlich, glaube ich, habe ich alles erzählt. Genug Cookie- und Lieblingsplätzchen-Content. Achso, eine Frage noch. Habe ich dich mal bei der Hörmupfel gehört? Die Dotti Groß, hast du da mit der auch mal irgendwas gemeinsam gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ich habe mal mit ihr geredet, wenn ich mir richtig erinnere. Bei der Subscribe, nein, einfach nur so. Nee. Dann ist es jemand anders. Ich habe irgendwas hat in meinem Hirn eine Verschaltung gemacht, aber ich habe dann heute ein bisschen recherchiert und habe nichts gefunden. Deswegen bin ich etwas skeptisch, ob ich das richtig erinnere. Also vermutlich nicht. Nee. Dann war es eine andere. Es hatte auch irgendwas mit Essen zu tun. Aber es gibt ja wohl noch andere Möglichkeiten zu essen und sich im Podcast darüber auszutauschen. Ja, liebe Jana, also für deine Projekte, was immer es ist, das Sketchnoten, das Foodbloggen, das Podcasten, deine mehreren Bachelorarbeiten, deine Auslandsaufenthalte, deine Freunde in Marokko, wünsche ich dir alles, alles Gute, dass das so sich entwickelt, wie es dir gefällt. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns so den Einblick in deinen eigenen Sendegarten gegeben hast heute. Ja, danke für die Einladung. Es hat mich wirklich gefreut. Und ich hoffe, ihr habt nicht allzu viel Stress mit den ganzen technischen Ungereimtheiten dann im Nachhinein. Ah, das macht unser Koch, unser Studiokoch, macht das schon wieder schön. Ja, das hat bisher auch immer geklappt. Das kriegt er hin. Du bleibst bitte bei uns, Jana, wenn es deine Zeit erlaubt. Wir gehen jetzt durch die Sendung mit anderen Themen, aber das heißt nicht, dass du
weg bist, sondern misch dich gerne ein, wenn irgendwas besprochen wird, wenn wir gleich über Veranstaltungen reden oder so und du irgendwie sagst, ah, da kann ich mich an eine tolle Anekdote erinnern oder da geht er nicht hin, das ist doof oder so, misch dich ruhig ein und gib uns deine Ideen mit. Okay. Okay? Gut. Bin schon gespannt. Dann kommen wir nämlich jetzt ins Querbeet. Dudeltheoretik. Und da gibt es ja nun die Themen aus dem Podcastland und ein großer Player im Podcastland ist Spotify und da gibt es jetzt auch Podcasts und der Sebastian hat was Neues mitgebracht. Ja, die gibt es ja da schon länger, aber bisher war das mit dem Einreichen halt ein bisschen schwierig. Wenn man bei Podigy war, war das halt schon etwas länger ein gelöstes Problem, weil dort war irgendwie schon so ein Button, dass man einfach gelistet werden konnte. Bisher war es dann so für alle anderen, die also selber hosten, so, dass man so ein Google-Formular ausfüllen musste. Und mittlerweile gibt es aber eine richtige Webseite, podcasters.spotify.com. Dort kann man quasi jetzt seinen Podcast einreichen und die ersten, die das gemacht haben, da scheint das auch relativ schnell. Also manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis alles gelistet wird, aber in der Regel sind das teilweise auch nur Minuten, bis das eingelesen ist, der Feed und die Dateien dann entsprechend über Spotify verteilt werden. Also das war auch noch eine Diskussion. Wir verlinken da den Sendegate-Beitrag, wo es um das Thema geht. Zum Beispiel auch, wie Spotify das mit den Statistiken handhabt. Das ist also vielleicht auch nochmal für den einen oder die andere interessant, dass es da dann quasi direkt von Spotify die MP3s, also beziehungsweise die Audiodateien, in verschiedenen Formaten ausgeliefert werden und die Statistiken dann also nicht durchgereicht werden, sondern man muss kann die quasi nur bei Spotify einsehen, da der eigene Server nur einmalig von Spotify quasi abgefragt wird und Spotify verteilt das dann selber. Na, das ist ja ein schönes Durcheinander. Gibt es denn von Spotify eigentlich auch ein RSS-Feed oder haben die da ihr eigenes Format? Da bin ich jetzt, also nein, ich glaube nicht. Ich musste gerade überlegen, es gab ja diesen einen berühmten Podcast, der da als erstes reingegangen ist, Fest und Flauschig. Flauschig und oder Fest, keine Ahnung. Sorgfältig, so, diese beiden, ne? Olli und Jan Böhmermann. Genau. Ja, Böhmermann, danke, genau. Da war ich gerade am Überlegen, weil da gab es dann irgendwie doch noch einen RSS-Feed, aber der wurde, glaube ich, manuell von jemand anderem gepflegt. Also ich glaube nicht, dass es eine RSS-Feed-Möglichkeit gibt. Es gibt auch irgendwie keine Möglichkeit, RSS-Feeds in die Spotify-App hineinzubringen, wenn man jetzt einen anderen Podcast dort hören will, der da nicht drin ist oder noch nicht drin ist. Das heißt, nach der strengen Definition von Frank, vom Mailonator, ist es, weil es kein RSS-Feed ist, auch gar kein Podcast. Ich finde das interessant. Also das Einzige, wenn mich jemand fragt, was ist ein Podcast, dann mangels inhaltlicher Kriterien würde ich ja immer dann auf die technischen oder formalen Kriterien zurückschlagen. Eine Audiodatei mit RSS-Feed. Und wenn es nun gerade in Spotify keinen RSS-Feed gibt, ist es ja dann streng genommen kein Podcast. Ist Erbsenzählerei, ja, aber ne, irgendwie. Ja, es ist halt eine geschlossene Plattform, ne? Also das ist ganz klar. Also das ist halt eine Plattform, die jetzt so jetzt erstmal quasi das versucht weiterzuverwenden, was sie halt für Alben, also Musikalben und sowas zum Streaming anbieten, halt weiter mit Hörbüchern und Podcasts anzureichern. Was ja auch völlig logisch ist. Ich meine, aus der Sicht der Spotify-Betreiber ist das ja naheliegend. Also wenn die jetzt sehen, weite Teile der Bevölkerung interessieren sich plötzlich für das gesprochene Wort und wir haben das nicht im Angebot, wir wollen aber den Leuten was zum Hören anbieten, ja, dann holen wir uns das ins Boot. Kann ich total gut verstehen. Nur dann ist die letzte mir noch mögliche Definition weg. Ja. Dann, ne? Dann ist Podcast das, was ich oder du oder wer immer als Podcast bezeichnet. Es gibt aber dann keine gemeinsame Definition mehr. Wen da noch die juristischen Geschichten interessieren, also
ich weiß jetzt gar nicht, wer das genau war, aber jemand hat auch netterweise mal den Vertrag, den man sonst nur sieht, wenn man sich halt angemeldet hat und dann den Podcast einreichen will, erst lesen kann, im Vorfeld dort als PDF mal hinterlegt. Kann sich natürlich jederzeit ändern, also der wird sich da nicht aktualisieren. Aber wer da mal reinschauen will, welche Regularien Spotify da entsprechend ansetzt, der kann sich da dann auch nochmal in diesem Sendegate-Thread entsprechend informieren. Okay, Dankeschön dafür. Und ich habe aufgeschnappt in einem Tweet von Frau Büsker vom Deutschlandfunk, der Tag-Podcast, die schrieb oder hat weitergeleitet, retweetet den Hinweis auf ein Podcast-Festival. Yeah! Also, das scheint auch eine Idee zu sein, die rund geht, nachdem Podstock ja gefühlt 4 Jahre lang das einzige Podcast-Festival, damit auch das erste und das Ur-Podcast-Festival gewesen ist, hat es ja jetzt in 2018 bereits 2 andere gegeben. Und hier ist für 2019 schon das nächste, nämlich im Westen der Republik, angekündigt. Vom 7. bis zum 10. Januar findet das erste 1Live-Podcast-Festival in Köln statt. Erlebt eure Lieblingspodcasts, heißt es hier, live auf der Bühne. Mit dabei beste Freundinnen, beste Vaterfreuden, die blaue Stunde, Reisen, Radio Nukula, schwarzes Konfetti, The Pod, Serienjunkies, Fuck Forward und gemischtes Hack. Der Vorverkauf wird am 18. September eröffnet. Ja, nur zum Hinweis, es gibt also ein 1Live-Podcast-Festival 2019. Total süß. Und wie Sebastian in der Vorbesprechung schon treffend sagte, ein Festival im Januar, brrr, das ist aber kalt, da möchte ich nicht zelten. Das ist, glaube ich, auch eher eine Indoor-Veranstaltung, hoffe ich, für die Beteiligten. Sehr wahrscheinlich. Gut, ich habe es überzeichnet mit Just Another Podcast Festival, also ich bin ein bisschen gemein, ich weiß auch nicht. Sollen sie doch machen, ist ja schön. Die Idee des Podcastings wird auf allen Ebenen verbreitet. Sagt ihr noch was dazu? Sind ihr meine Meinung? Warum sollten sie nicht? Das ist, wir haben im Terminkalender auch eine Stadt, ich glaube irgendwo im Ausland gehabt, die letzten Male, wo auch so ein Festival war, Podcast-Veranstaltungen in verschiedenen Lokalitäten, die man separat buchen konnten. Das hat also auch mit dem mit Zelten oder so nichts zu tun, sondern wenn ich das richtig gesehen habe, sind das ja lauter einzelne Tage, wo dann lauter einzelne Veranstaltungen stattfinden. 2 am 7. Januar, 2 am 8., 2 am 9., 3 am 10. Und die sind in unterschiedlichen Theatern, Clubs und was weiß ich. Und es müssen einzeln Tickets gebucht werden pro Veranstaltung über, ja, um 20 Euro. Also von daher, das hat mit dem, was Podstock ist oder so, eigentlich nicht viel zu tun. Aber sollen sie halt machen. Genau. Die Welt ist bunt und groß und hat für jeden Platz. So ist es. Dankeschön. Dann kommen wir schon zum Blühkalender. Und der Kalender hat ja die Vorausschau der nächsten etwa 3 Monate. Wie immer hat der Lars das zusammengetragen für uns. Genau, und wie immer kommt das Ganze aus dem Sendegate. Wobei es heute denn auch noch so 1-2 Anhängsel gibt. Da sprechen wir dann später noch drüber. Los geht's dieses Mal in Hamburg. Ich muss mal eben räuspern, Entschuldigung. Ich habe einen Frosch im Hals, der nervt. So, los geht's dieses Mal in Hamburg. Da gibt es am 15. Oktober das nächste Podcaster Meetup. Das Thema wird noch bekannt gegeben, aber los geht's auf jeden Fall um 19 Uhr. Und das Ganze ist im ThoughtWorks in der 2. Etage. Dann am 20. Oktober feiert der Podcast Omega Tau sein 10-jähriges Jubiläum. Das findet statt in Frankfurt am Main. Es gibt ein HörerInnen-Treffen, Vorträge, Essen und Party. Die Vorstellung ist ausgebucht, aber es gibt eine Warteliste unter omegataupodcast.net. Gibt's weitere Infos.
Dann ebenfalls am 20. Oktober gibt es eine Veranstaltung in Mailand. Vielleicht ist das auch die, die ich gerade meinte. Ich bin nicht ganz sicher. Aber das ist das Festival del Podcasting. Wer da interessiert ist, findet auf der Homepage weitere Informationen. Für mich war das jetzt nicht direkt was zum Nachlesen. Die ist nämlich nur in Italienisch verfügbar. Am 21. Oktober gibt's Bits und so 500, 600. Das ist in München im Freiheits. Los geht's um 14 Uhr. Die Show läuft bis maximal 18 Uhr. Danach gibt's einen Get Together, Meet and Greet. Infos gibt's hier unter www.bitsundso.de. Vom 3. bis zum 4. November gibt es im Messezentrum Nürnberg die Hack and Make, ein Kreativ- und Technikfestival. Da soll es auch eine Anlaufstelle für Podcast-Einsteiger, Neugierige und Interessierte geben. Das Festival hat eine Homepage zu finden unter hackmake.de. Dann gibt es auch wieder eine Night of the Pots des Raucherbalkons, dieses Mal mit der Nummer 6 und dem Motto Hell Freezes Over. Das Ganze ist am 10. November und fürs Mitmachen. Mal anmelden kann man sich bis zum 4. November. Noch gibt es ein paar kleine Plätzchen auf der Teilnehmerliste. Die ist aber ansonsten schon ziemlich gut gefüllt. Dann gibt es frische Informationen noch zum Chaos Communication Kongress, den 35C3. Der ist dieses Jahr wieder in Leipzig, wieder vom 26. bis zum 30. Dezember. Und da soll es auch wieder ein Sendezentrum geben. Der Vorverkauf mit Vouchers hat schon begonnen. Die sind begrenzt und damit kann man bis zum 8. November Tickets beziehen. Und dann soll es auch noch normalen Vorverkauf geben, nämlich am 8. November um 12 Uhr, am 11. November um 14 Uhr und am 21. November um 21 Uhr. Dann gibt es am 4. Januar 2019 wieder das Podcaster-Treffen Podruhe, wie immer im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist wie immer um 19 Uhr und unter podruhe.de gibt es die aktuellen Infos. Und dann, wie gerade schon angekündigt, gibt es noch so ein bisschen was nebenbei. Da gibt es zum Beispiel die Vorankündigung für die Republika 2019. Die soll stattfinden vom 6. bis zum 8. Mai in der Station Berlin. Der Call for Participation soll dann am 15. Oktober stattfinden. Das sind die, die ich auf der Liste habe. Ich weiß, dass wir in der Planung noch ein bisschen mehr haben, da kommen wir dann gleich zu. Aber auf jeden Fall, wenn man hier Podcast-Termine dabei haben möchte, einfach im Sendegate mit eintragen, dann taucht das auch hier im Sendegarten auf. Ja, bist du schon mal bei der Republika gewesen? Ja. Tatsächlich, ja. Ich habe wegen der Republika Sketchnoten angefangen, aber da war ich noch nicht bei der Republika. Das war, glaube ich, 2013 oder 2014. Da war ich noch in Niederbayern und da war Berlin für mich quasi irgendwie unerreichbar. Also es war jedenfalls nicht wirklich im Rahmen des Möglichen, dass ich da schnell hinfliege oder fahre und die Konferenz besuche. Und 2016 war ich dann in echt auf der Republika. Ansonsten habe ich es immer nur im Internet verfolgt. Und als ich in echt auf der Republika war, war ich im Sendezentrum und habe dort meine Podcast-Idee gepitcht. Und ach, Feedback guck. Zum Beispiel von der Tine gekriegt, Tine Nowak, und ich glaube Melanie Bartos war auch dort. Ah, schön. Und die haben dann dazu dann wahrscheinlich ermuntert, das zu tun. Ja, genau. Also so ist das hat auch dazu beigetragen, dass Lieblingsplätzchen existiert. Super. Ja, es lohnt sich immer zu Veranstaltungen hinzugehen und Podcasterinnen und Podcaster zu treffen, sich möglicherweise auch inspirieren zu lassen. Und gerade nächstes Wochenende gibt es noch eine Gelegenheit dazu im Raum Mannheim. Ich habe heute Morgen den Brombeerfalter gehört und der Daniel hat abgeschlossen mit einer Einladung zum Bummeln in Koblenz. Das hören wir uns mal eben an. Und da ich jetzt soweit wieder leer gequatscht bin, mache ich doch noch nicht Schluss. Diesen Samstag, den 13. Oktober, gibt es von unserem lokalen, meistens im Rhein-Neckar-Raum angesiedelten Podcaster-Stammtisch Fannheim ein Treffen in Koblenz. Ist ein bisschen von mir aus ein bisschen weiter weg als sonst. Zwischen 13 und 14 Uhr, glaube ich, trifft man sich in der Innenstadt. Also wer Samstagnachmittag in der Nähe von Koblenz weilt und sich an Podcasts erfreut und Lust hat, die ganzen Bekloppten, deren Stimmen ihr ständig im Ohr habt, mal zu sehen. Ich denke, der oder die kann da sehr gerne dazustoßen. Ich würde sagen,
weil ich jetzt auswendig den genauen Treffpunkt auch nicht weiß, pingt mich doch einfach per DM auf Twitter an oder irgendwie auf Telegram oder so. Wenn ihr da dazukommen wollt, dann würde ich euch die Details nochmal im Einzelfall verraten. Also wer da am Samstag, den 13. Oktober 2018 nachmittags Bock hat, in Koblenz dazuzustoßen, ich denke mal, für alle zu sprechen, da würden wir uns sehr darüber freuen. Soweit der Daniel mit einer etwas unscharfen Einladung, aber man kann sich ja bei ihm erkundigen. Soweit in den Norden muss die Jana gar nicht, wenn sie demnächst mal wieder Podcasterinnen und Podcaster treffen möchte, denn es gibt ja die Privacy Week und die findet im Raum Österreich oder sogar in Wien statt. Jetzt bin ich überfragt. Volkskundemuseum. Volkskundemuseum im 8. In Wien. Bezirk. In Wien. Okay, ja. Wer kann da was zu erzählen? Wer weiß da was drüber? Also ich war letztes Jahr dort und habe gesketchnotet, was sonst. Und deswegen hat mich Claudia, also eine von den Organisatorinnen, der übrigens in meinem Podcast schon mal zu Gast war, gefragt, ob ich nicht das Jahr wiederkommen mag und sketchnoten. Und es geht halt ganz frei, wie der Titel schon sagt, um Privatsphäre im Netz. Aber es geht auch ins Analoge. Es hat zum Beispiel einen Workshop zu Lockpicking gegeben im vergangenen Jahr, also wie man Schlösser knacken kann. Und ich finde, das ist eine sehr coole Veranstaltung. Das Schöne ist, dass man das auch aus der Ferne verfolgen kann. Die bieten einen Stream an. Man kann sich sogar ein Stream-Ticket kaufen. Das ist aber mehr so eine Sponsoring-Maßnahme. Also man muss es nicht tun, aber man kann, wenn man das aus der Ferne betrachten will und den Stream nutzt, kann man da ein Ticket für kaufen. Kostet irgendwie einen symbolischen Preis, 23 Euro, 42, nicht doch. Also irgendwie eine von diesen Nerd-Zahlen ist da, glaube ich, drin verarbeitet. Das fand ich irgendwie total witzig, diese Idee, da einfach so eine Art Sparschwein aufzustellen und man hat auch die Möglichkeit, da was reinzuwerfen. Man kann das also aus der Ferne verfolgen. Einen Fahrplan haben sie auch, fahrplan.privacyweek.at, da kann man also nachlesen, was geboten wird. Und dann, wenn man nicht im Volkskundemuseum sein kann, kann man das von zu Hause, von der Couch. Claudia war ja auch hier schon zu Gast und die hatte davon auch berichtet, dass es eine ganze Woche um solche Themen wie sicheres Internet und sicherer Umgang und so weiter geht. Jo, prima, haben wir das auch. Jetzt kämen eigentlich die Setzlinge, aber wieder ist es mir nicht gelungen, irgendetwas zusammenzutragen. Die Zeit, also die Wochen, Tage rasen so dahin und ich habe ein bisschen Problem auch in dem Strom neuer Podcast-Angebote mich irgendwie noch zu orientieren, denn wenn, also ich habe es zwar immer gesagt, Setzlinge sind jetzt keine Wertung, aber ich möchte schon irgendwie wissen, was ist das denn für ein Angebot, möchte mich so ein bisschen damit beschäftigt haben zumindest, selbst wenn es mir nicht gefällt, will ich zumindest wissen, worum es geht und in den anderen Folgen habe ich ja auch immer gerne mal so einen kleinen Ausschnitt gespielt. Im Moment fehlt mir einfach die Ruhe dafür, mir diese Landschaft anzuschauen und da reinzugucken. Seht es mir bitte nach. Ich weiß im Moment nicht, die Setzlinge vernünftig zu gestalten. Geht im Moment nicht gut. Deswegen überspringen wir das jetzt einfach und kommen direkt zu den Blütenschätzen. Und da schieb ich mich mal vor und mich und den Sascha Hiller. Wir hatten nämlich beide den gleichen Blütenschatz. Und da wir ja letztes Mal schon den Hörerblütenschatz sozusagen mit eingeführt hatten, soll das hier gerne unser gemeinsamer Blütenschatz sein. Der ist auch ein bisschen umfangreicher. Wir werden gleich einen Ausschnitt von 12 Minuten Länge hören, den ich vorbereitet habe und den ich mit freundlicher Genehmigung des Happy Shooting Podcasts von Chris Marquardt und wer macht es mit ihm gemeinsam? Das habe ich mir wieder nicht aufgeschrieben, verflixt. Boris Nienke, doch, da steht's doch. Den sie beiden gemeinsam machen. Und zwar geht es dabei um etwas, was gar nicht so sehr mit Fotografie zu tun hat, sondern mehr so am Rand. Der Chris Marquardt hatte über
einen Tweet, glaube ich, wahrgenommen, dass es eine junge Frau gibt, 17 Jahre, die heißt Lilly. Die hat eine Spendenaktion sozusagen ins Leben gerufen und zwar für sich selbst. Das muss man dazu sagen. Lilly hat eine körperliche Einschränkung insoweit, dass ihr die Muskeln im Oberkörper in Anführungszeichen nicht gehorchen. Also die machen einfach, was sie wollen. Sie kann die Muskeln nicht kontrollieren. Sie sitzt im Rollstuhl und gibt ihr nicht die Möglichkeit, den Rollstuhl selber zu bewegen oder irgendwas mit den Händen gezielt zu tun, weil sie einfach die Kontrolle nicht hat. Sie kann auch, der Sprachapparat ist ja auch von Muskeln bedient, die kann sie auch nicht willkürlich bewegen, das heißt, sie kann auch nicht sprechen. Aber sie kann denken und zwar gar nicht so wenig. Lilly ist eine ziemlich kluge Person, steht kurz vor dem Abitur und hat schon beim DLR ein Praktikum gemacht. Sie war beim CERN und hat sich dort irgendwie umgeschaut und sie hat einen Wunsch, Astronomie zu studieren oder also irgendetwas Astrophysik, also in die Richtung jedenfalls. So ganz genau kann ich das im Moment nicht sagen. Sie hat bei der DLR-Show vor einigen Wochen teilnehmen dürfen und hat direkt Fragen an Alexander Gerst gestellt, oder eine Frage an Alexander Gerst gestellt. Da ging es um schwarze Löcher, natürlich. Was Kleineres kann es nicht sein. Und man fragt sich ja, wie hat sie das denn gemacht, wenn sie gar nicht sprechen kann? Ja, Lilly hat so einen Sprachcomputer. Da gibt sie halt alles ein, was sie sagen möchte und drückt dann auf den Knopf und dann spricht das Ding halt so. Wir kennen das vielleicht noch, wenn wir so ein bisschen physikorientiert sind von Stephen Hawking, der hat ja auch so ein Sprechgerät gehabt und das ist ja auch wenig verwunderlich, dass Stephen Hawking ein Idol von Lilly ist. So, also Lilly möchte demnächst studieren und kommt aber mit dem normalen Rollstuhl, den sie hat, nicht gut zurecht. Sie macht das, was sie tun will, mit den Füßen, also schreiben, essen, macht sie alles mit den Füßen. Und hätte gerne einen Rollstuhl, der mehr Möglichkeiten bietet, dass sie zum Beispiel neigen kann, sodass sie leichter die Sachen zum Mund führen kann. Und das Ding soll wohl auch Treppen steigen können. Also ist so ein Schweizer Spezialmodell da. Das kostet recht viel Geld und sie sammelt da jetzt einfach mal in Form einer Spendenaktion. Und der Chris Marquardt hatte davon mitbekommen und hat gesagt, das ist spannend, ich lade mir die Lilly einfach mal ein und wir machen ein Interview. Und ich fand das so irre. Also ich hatte Lilly unabhängig davon schon eben über diese DLR-Show kennengelernt. Inzwischen haben wir uns auch schon auf Twitter ein paar Mal hin und her geschrieben. Das funktioniert genauso wie mit jedem anderen Twitterer. Also das ist überhaupt gar kein Unterschied. Ich nehme jetzt einfach mal die Gelegenheit hier war, für Lilly ein bisschen Werbung zu machen, für ihre Kampagne ein bisschen Werbung zu machen und darf zu dem Zweck die Aufnahme benutzen, die Chris Marquardt, Monika André und Boris Nienke mit ihr gemacht haben. Und ich bitte den Sebastian, das mal einzuspielen. So, kommen wir zu was ganz anderem. Bisschen untypisch für unsere Sendung hier, aber... Ja. Es geht um einen Menschen, um die Lilly. Und die Lilly, ja, wir spielen einfach mal das Audio und das Interview ab. So, Lilly ist 17 Jahre alt, sie ist körperlich behindert, sitzt im Rollstuhl, kann nicht sprechen und muss alles mit den Füßen machen. Und ich bin das erste Mal auf sie aufmerksam geworden, als auf Twitter der Account DLR Next über sie geschrieben hat. Und sie hat beim DLR, also beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ein Praktikum absolviert und möchte nach ihrem Abitur Astronomie studieren. Und wie ihr wisst, sind wir hier nicht nur an der Technik und an der hohen Kunst der Fotografie interessiert, sondern auch, wie sie sich bei den Menschen in den Alltag integriert. Und das finden wir auch immer besonders da interessant, wo wir vielleicht sonst nicht so große Einblicke haben. Nachdem Lilly dann kürzlich wieder in meiner Timeline aufgetaucht ist, und zwar dieses Mal mit einem Spendenaufruf für einen Hightech-E-Rollstuhl. Da dachte ich, dass man sie einfach mal ein bisschen über ihren Alltagsumgang mit der Fotografie ausquetschen kann. Und deshalb freue ich mich sehr, dass sie zugesagt hat. Aber da Lilly, wie gesagt, nicht sprechen kann, haben wir dieses Interview so geführt, dass ich ihr schriftliche Fragen geschickt habe
Und sie hat dann die Antworten selbstständig über ihren Sprachsynthesizer ausgegeben und sie mir zurückgeschickt. Und ich habe das dann hier zu diesem Interview zusammengeschnitten. Viel Spaß dabei. Hallo Lilly, schön, dass du da bist. Bevor wir loslegen, möchtest du vielleicht den Hörern erstmal ein paar Worte über dich selbst erzählen? Ja, Chris, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Lilly Zeifert, ich bin 17 Jahre alt und habe eine dyskinetische Zerebralparese. Im Frühjahr 2001 kam ich gesund zur Welt, allerdings hatte ich nach ein paar Tagen die Neugeborenengelbsucht, was zunächst nicht ungewöhnlich war, doch die Werte stiegen alarmierend an, die Ärztin sah das, unternahm jedoch keinen Blutaustausch, was zu diesem Zeitpunkt aber nötig gewesen wäre. So entwickelte sich aus der Gelbsucht ein Kernikterus, das bedeutet, dass die Gelbkörperchen in meinem Gehirn das Kontrollzentrum für meinen gesamten Oberkörper zerstört haben. Ich wurde also erst durch die unterlassene Hilfeleistung der Ärztin behindert. Ich beklage mich jedoch nicht, mein Leben ist sehr gut, auch mit Behinderung, ich kenne es ja nicht anders. Meine Familie unterstützt mich, wo sie nur kann. Meine Behinderung muss man sich so vorstellen, dass mein Gehirn den Muskeln, ganz besonders denen in meinen rechten Arm, überflüssige Impulse schickt. Meine Füße haben deswegen zum Glück wie von selbst die Funktion der Hände mit übernommen. Da mein Oberkörper ständig in Bewegung ist, kann ich mein Gleichgewicht nicht halten und sitze im Rollstuhl und kann keinen gleichmäßigen Luftstrom aufbauen, weswegen ich auch nicht sprechen kann. Ich brauche ständig Hilfe, zum Beispiel um zu essen, um auf die Toilette zu gehen, selbst um einen Bürgersteig hochzukommen. Meine Behinderung gehört zu mir, hält mich allerdings nicht ab, die Dinge zu tun, die ich liebe, zum Beispiel Zeichnen, Reiten, Tandem springen und, natürlich nicht zu vergessen, die Astrophysik. Früher war die Fotografie ja eher so eine exklusive Geschichte, nicht für jeden. Und heute ist sie allgegenwärtig, wir haben alle mindestens eine Kamera ständig bei uns. Und ich vermute, das ist bei dir auch so, richtig? Ich habe bloß die Kameras in meinen mobilen Geräten, aber richtige Fotoapparate oder Kameras kann ich gar nicht gleichzeitig halten und bedienen. Selbst die in meinen mobilen Geräten kann ich nur schwer bedienen. Ich muss es mit beiden Füßen hochhalten und dann irgendwie auf den Auslöser tippen. Das ist für mich extrem anstrengend und die Bilder verwackeln meistens, sodass ich bis zu 10 Versuche benötige, bis zumindest ein halbwegs brauchbares Foto dabei ist. Du kannst deine Hände ja gar nicht benutzen. Wie müsste denn eine Kamera für dich beschaffen sein, damit sie dann auch für dich funktioniert? Ich müsste die Kamera in einem Fuß halten können, das heißt, zwischen zwei Zehen. Sie müsste also sehr leicht und schmal sein und einen leicht zu bedienenden Auslöser haben. Und natürlich will ich auch noch sehen, was ich gerade aufnehme. Hast du dich da schon mal mit Leuten unterhalten, die 3D drucken können? Weil das wäre doch wie gemacht dafür. Ich könnte mir da so eine spezielle Smartphone-Halterung vorstellen, die dann entsprechend genau für deine Anforderungen gemacht ist. Ja, in der Tat arbeite ich zurzeit an einem Modell, was ich für ein Projekt auch 3D drucken werde. Dein Vorschlag ist zwar ganz cool, allerdings benutze ich mein Smartphone sehr selten. Ich habe nur mein Tablet immer bei mir und ich glaube, da geht das nicht so einfach. So, jetzt hat Moni noch ein paar Fragen. Komm mal kurz ans Mikro. Hallo. Ja, hi Lilly. Ich bin ja so eine alte Astro-Guckerin und immer wenn irgendwas ins All schießt, sitze ich in der Regel vorm YouTube und gucke mir dann die Live-Übertragung oder auch die Videos von den Astronauten an. Und so habe ich natürlich auch das Video von der DLL-Raumfahrtshow gesehen oder zumindest Teile davon. Und ich habe ziemlich gespannt eure Interview-Session mit Alexander Gerst, dem Astro-Alex von der ISS, verfolgt. Deshalb interessiert mich, inwieweit haben eigentlich Bilder und Videos deinen Studium bzw. Berufswunsch beeinflusst? Auslöser für meinen Berufswunsch war tatsächlich ein Video oder eigentlich eine Serie. Durch Star Trek habe ich meine Liebe zum Weltraum entdeckt. An dieser Stelle, an alle Trekkies da draußen, lebt lang und im Frieden. Gibt es eigentlich einen Wissenschaftler, der dich besonders beeindruckt? Oder eine Wissenschaftlerin? Ja, es gibt insgesamt zwei Wissenschaftler, die ich besonders bewundere. Zum einen wäre da das Venni Steffen Hafking, der dieses Jahr leider verschieden ist. Er war wirklich ein großer Wissenschaftler und eine Inspiration für mich. Ich betrachte ihn als Idol. Zum anderen ist da Professor Harald Lesch. Er ist an der TU München und dreht Videos für YouTube über Gott und die Welt und darüber hinaus. Ich schätze seine humorvolle Art, Dinge zu erklären, sehr. Ja, und eine Sache muss ich natürlich noch fragen, wo wir hier über Fotos reden. Kennst du eine Fotografin oder einen Fotografen, deren oder dessen Bilder du besonders gerne magst? Ich bin in der Szene natürlich nicht zu Hause, aber ich habe einige Arbeiten von Chris durchgesehen und finde sie klasse. Oh, das freut mich sehr. Vielen Dank.
Nutzt du denn die Fotografie für dich auch im Alltag und wenn ja, wie? Wie schon gesagt, ist es für mich überaus anstrengend zu fotografieren. Deswegen überlasse ich das meistens den anderen. Ich mag es allerdings nicht sehr, wenn man mich fotografiert, da ich sehr starke Gesichtszuckungen habe. Ich möchte die Menschen einfach nicht unnötig mit allen Facetten von meiner Behinderung konfrontieren. Außerdem finde ich es dann selbst auch nicht schön. Aus diesem Grund mache ich, wenn, dann meistens Selfies, was natürlich doppelt so anstrengend ist, denn ich muss das Gerät ja sehr hoch halten. Ich kann mich so aber etwas beruhigen und selbst entscheiden, wann ich auslöse und welches Foto mir selbst auch gefällt. Bei den Selfies verdoppeln oder verdreifachen sich die benötigten Versuche sogar. Wegen meinen Gesichtszuckungen, die von mir ausgewählten Selfies landen dann meistens entweder auf meinem Facebook-Profil oder auf meinem öffentlichen Twitter- und Instagram-Profil. Hat die Fotografie für dich sonst irgendwelchen Nutzen? Vielleicht irgendwas ganz Banales oder ist der, sagen wir mal, der schnelle Schnappschuss, zum Beispiel, um sich mal schnell was zu merken, ist das für dich einfach zu schwierig? Natürlich hat das Ergebnis der Fotografie einen Nutzen für mich. Man möchte sich ja der Welt mitteilen und die Menschen reagieren nun mal besser auf optische Reize in Bildform als in Schriftform oder auf akustische Reize. Ich benutze es, wie eben schon gesagt, im Social-Media-Bereich, jedoch, wegen den damit verbundenen Anstrengungen, eher selten. Und auch mit den tollen Bildern hier im Artikel. Wer den jetzt noch nicht gesehen hat, sondern ihn nur hört, wir haben das Ganze hier auch als PDF auf der Website zum Runterladen und der Link ist natürlich in der Beschreibung. Lilly, bearbeitest du deine Bilder manchmal? Und falls ja, wie und womit? Ja, allerdings nur mit den in den mobilen Geräten integrierten Bearbeitungswerkzeugen, schneiden, ein Kontrast hier und da. Ich mag besonders Schwarz-Weiß-Fotos. Manchmal traue ich mich auch mal an die Bildbearbeitungssoftware GIMP heran. Ich bin allerdings wahrlich kein Experte in der Bildbearbeitung. Meine Schwester ist da aber wirklich firm drin und macht das gerne. Sie arbeitet auch in der Medienbranche. Hast du schon mal an einer Fotosession mit einer Fotografin oder einem Fotografen teilgenommen? Ich meine mit jemandem, der so richtig sich Zeit nimmt und auch weiß, wie Menschen vor der Kamera reagieren, wie man mit Menschen vor der Kamera umgeht und vor allem auch, wie man sie gut aussehen lässt. Wo dann zum Beispiel auch klar ist, dass nur Fotos rausgehen, auf denen du dir selbst auch gefällst. Hättest du an sowas vielleicht mal Interesse? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es Hörer gibt, die da entweder wenig Berührungsängste haben oder die Berührungsängste abbauen wollen. Und vielleicht können wir an der Stelle einfach mal die Community anschubsen. Meine Schwester hat mich schon mal ab und zu fotografiert und ich war auch schon bei einem richtigen Fotografen für ein Passbild, was aber ein totaler Krampf war. Auf einem Passfoto muss ja alles schön symmetrisch und ernst sein, was bei mir ja äußerst schwierig ist, besonders, wenn ich dann auch noch aufgeregt bin. An einem professionellen Fotoshooting hätte ich schon Interesse, natürlich, aber ich verstehe sehr gut, dass Menschen mir gegenüber Berührungsängste haben. Das habe ich selbst bei anderen Behinderten ganz offen gesagt auch. Ich denke, das ist am Anfang völlig normal und natürlich. Naja, vielleicht ergibt sich ja nach dieser Sendung was. Jetzt noch was ganz anderes. Du bist ja auf den Rollstuhl angewiesen und hast jetzt gerade eine Crowdfunding-Aktion für einen ganz besonderen E-Rolli laufen. Was stört dich denn an deinem jetzigen Rollstuhl? Mein jetziger Rollstuhl ist ein Aktivrollstuhl. Das heißt, ich muss ihn manuell fortbewegen. Ich ziehe mich sozusagen mit den Füßen vorwärts. Ziehen sage ich deswegen, weil ich ja auch noch das Eigengewicht vom Rollstuhl mit fortbewegen muss. Schrägen hochzukommen oder einen Bürgersteig ist für mich ohne Hilfe nahezu unmöglich. Ich kann alleine keine weiteren Strecken fahren, weil mich irgendwann einfach die Kraft verlässt und muss daher immer geschoben werden. Und da ich so unabhängig wie möglich sein möchte, ist das natürlich nicht akzeptabel. Ich kann in meinem jetzigen Rollstuhl nicht alleine essen, da ich dafür in eine angeschrägte Position sein muss, um meinen Fuß zum Mund führen zu können. Außerdem tut mir mein Rücken weh, wenn ich längere Zeit aufrecht gesessen habe. Oder nehmen wir zum Beispiel ein Regal im Supermarkt, welches ich gar nicht erreichen kann. Apropos Supermarkt, ich wurde in vielen Supermärkten schon einfach so von fremden Menschen weggeschoben, weil diese dachten, man hätte mich stehen gelassen. Ich kann mich nicht dagegen wehren oder schnell etwas sagen. Boah, das ist heftig. Jetzt sammelst du Spenden für einen Hightech-Rollstuhl. Was für Vorteile hätte denn der? Der E-Rollstuhl, für den ich jetzt Spenden sammle, kann sogar ein ganzes Treppenhaus hochfahren. Er kann in Liegeposition gehen und seine Höhe verstellen, sodass ich meine Abiturprüfung in Hamburg auf einem normalen Tisch, anstatt auf einem Stuhl oder Hocker, schreiben könnte. Außerdem kann man einen solchen E-Rollstuhl nicht einfach mal so schnell wegschieben. Ich wäre selbstständiger in meinem Leben und auch in meinem angestrebten Studium.
Leider ist dieser E-Rollstuhl noch ganz neu, kommt aus der Schweiz, hat keinen deutschen Vertriebspartner und somit auch keine Hilfsmittelnummer, sodass die Krankenkassen die Kosten nicht übernehmen. Naja, dann nutzen wir das hier mal für einen Aufruf an die Happy Shooting Community. Ich mache mal den Link von dieser Aktion in die Beschreibung zur Sendung und hoffe mal, dass möglichst viele mitmachen. Und falls sich noch was wegen einer Fotosession ergeben sollte, wo könnte man dich denn ungefähr finden und wie kann man dich am besten kontaktieren? Am besten per Mail an lilizeifert@yahoo.de. Zeifert mit Z. Oder per Direktnachricht in Twitter. Dort findet man meinen Account unter lili_zeifert. Alles klar, dann vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe zu danken, dass ich hier dieses tolle Interview geben durfte. Ja, mal was anderes. Das ist ja der Hammer. Das ist der Hammer. Das sagt der Boris Nienke, der gemeinsam mit Chris Marquardt und Monika André mit Lilly gesprochen hat. Ich denke, das Interview spricht für sich. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen nochmal Anlass, auf diese Spendenaktion zu gucken oder sich einfach noch ein bisschen mit Lilly zu beschäftigen. Und wer das Ganze nochmal nachhören möchte, das ist im Happy Shooting in der Ausgabe 580 mit dem Namen Semi-Clever zu finden. Dankeschön nochmal an Chris, der mir erlaubt hat, diesen Ausschnitt hier in dieser Länge auch einzuspielen. Gut, das war mein Blütenschatz, beziehungsweise der von Sascha. Was habt ihr denn noch dabei? Fragen wir mal die Jana. Ich habe immer Lara im Kopf, aber das Lara ist eine andere Person. Hilfe, Hilfe. Jana, wir haben dich vorhin damit überrumpelt mit dem Gedanken an einen Blütenschatz. Hast du zufällig etwas dabei? Nein, ich bin immer nur ein bisschen überrumpelt, aber darf man Bücher nennen? ZSA ist Blütenschatz, ja, weil es ist sogar eine Podcasterin, die das Buch geschrieben hat. Anna Goldenberg, die den Podcast von der Wochenzeitschrift Falter macht, also das ist eine Wiener Wochenzeitung, hat ein Buch geschrieben über ihren Opa, der in Wien versteckt worden ist. Also der war Jude und ist quasi vor den Nazis versteckt worden. Und Anna Goldenberg hat die Geschichte recherchiert und ein Buch darüber geschrieben. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich war allerdings auf der Eröffnungspräsentation sozusagen von der Bücherei dort. Und die Geschichte ist wirklich sehr berührend. Also ich werde mir das Buch kaufen und bald durchlesen. Versteckte Jahre heißt es. Anna Goldenberg. Versteckte Jahre, ja. Das erinnert mich an die Geschichte von Hans Rosenthal. Hans Rosenthal, der Fernsehquiz-Moderator, der auch 2 Jahre in Berlin versteckt gehalten wurde. Und das war für ihn, als er gefragt wurde, wie können Sie denn als Jude überhaupt in Deutschland noch sein? Wie ist es möglich, dass Sie nicht vor Angst oder Rache oder was auch immer vor unguten Gefühlen davonlaufen. Da sagt er, ja, weil ich 2 verschiedene Deutschlands kennengelernt habe, das Zerstörerische und das Hilfende. Der hat die 3 Damen, die ihn da über die Jahre in Berlin versteckt gehalten haben, die haben ihm noch ein anderes Bild von Deutschland gezeigt. Und so stelle ich mir das gerade bei dem Opa, der in Wien versteckt worden ist, vielleicht auch vor. Ja, die sind tatsächlich auch wieder nach Wien zurückgekommen und dort blieben. Verrückt, ne? Wahnsinn. Schlimme Zeit. Ich hoffe, dass das nicht wiederkommt. Und die Hoffnung wird größer von Mal zu Mal, weil die Sicherheit, dass es nicht so ist, schwindet leider. Das ist kein gutes Zeichen. Wir sollten alle sehr, sehr, sehr aufmerksam sein. Wir können nichts dafür, was unsere Vorfahren und Vorvorfahren getan haben, aber wir können etwas dafür, wenn es wieder passiert. Und das darf nicht sein. Gut. Dankeschön, Jana. Sehr schön. Buch ist auf jeden Fall ein guter Blütenschatz. Lars, hast du was mitgebracht? Ja, ich habe was mitgebracht und zwar etwas aus dem Vrind-Universum. Ich war in den letzten Wochen ziemlich viel unterwegs und hatte doch deutlich weniger Zeit übrig, als ich gedacht habe. Und zwischendurch wollte ich immer mal gerne Podcasts hören, hatte aber nicht viel Lust, lange Episoden zu stückeln. Und fast alles, was ich in meiner Playlist hatte, waren lang.
Ja, und dann war da im Vrindfeed einige Sachen aus dem Geschichtsunterricht, der eigentlich im Moment jetzt pausierte. Es geht jetzt zum Glück weiter. Eine Reihe mit die roten Sekretäre. Und da geht es also um ja, Parteifunktionäre oder was das korrekte Wort ist, ebenso aus dem Ostblock und angegliederten Staaten. Und ich hatte die ein bisschen übersprungen. Ich hatte gedacht, das wäre so jetzt nicht unbedingt mein Thema. Und dann hatte ich so gesagt, ja gut, jetzt hörst du mal in einen rein. Und es stellte sich raus, dass ich das Ganze hochinteressant fand. Und dann habe ich so im Laufe dieser Woche, die ich da in Bremen war, diese 15 Stück nach und nach alle weggeschnupft. Es handelt sich um eine Reihe, 15 Stück hatte ich schon gesagt, die wurden von Deutschlandradio Wissen produziert, eben dort von Matthias von Hellfeld, der da wohl ja, sozusagen regieführend war. Und bei Deutschlandradio Wissen sind die eben nicht mehr abrufbar und zusammen mit Holgi hat der Herr von Hellfeld diese Reihe dort, also bei Vrindt, wieder veröffentlicht und sie haben zu jeder Erfolge eine, ja, gemeinsam eine Einleitung gesprochen, haben sich also unterhalten, ähnlich wie sie das im Geschichtsunterricht immer gemacht haben. Und das fand ich so eine runde Sache und ich fand es so interessant und ich habe so viel gelernt und gehört, was ich eben noch nicht wusste und deswegen ist das dieses Mal mein Blütenschatz. Vielen Dank. Matthias von Hellfeld ist sicherlich immer eine, ich sag mal, immer des Hörens wert, sozusagen. Hörenswert. Ja, das ist ein Mensch, der kann Geschichte erzählen und dafür Begeisterung wecken, wie kaum ein anderer. Und ich bin sehr froh, dass er wieder auf der Bildfläche ist, nachdem er einige Zeit krankheitsbedingt aussetzen musste. Über die er ja auch die Zeit und die Krankheit ausführlich bei Vrindt erzählt hat. Ja, auch sehr das persönlich. Könnte schon. Sorry, ich wollte sagen, auch das könnte schon fast ein Blütenschatz sein, weil es wirklich ein, ja, wie soll ich es nennen, ein intimer, ein, ja, das ist das, was Podcasting kann, ne? So wie die beiden sich darüber dann unterhalten. Das war auch schon was Besonderes. Das würde ich meinen, das war wirklich was Besonderes. Und ja, also auch, weißt du zufällig gerade aus dem Stand, welche Episode das war, dann könnten wir die nachher auch noch verlinken dahin, sonst suche ich die später raus, kein Problem. 28. September wurde Fritz Haber die Episode veröffentlicht, das müsste die eigentlich sein. Ja. Dann müsste das Vrindt 863 sein, packe ich in die Shownotes ins Trello. Prima, dankeschön. Okay, so, dann bleibt noch der Sebastian. Der hat aber viel zu tun, sagt er. Und ich fürchte, der ist nicht dazu gekommen, viel zusammenzusuchen. Aber ich frage trotzdem mal, lieber Leute. Nee, tatsächlich. Lieber Sebastian, ich setze noch mal eine Runde aus und ja, mal schauen. Vielleicht habe ich ja bis zum nächsten Mal was Passendes gefunden. Du weißt ja, mehr Mut zu keinem Blütenschatz. Du bist halt der Mutige. Okay, ja, liebe Mitsprecher hier, liebe Jana, Sebastian, Lars, ich danke euch ganz herzlich. Wir sind am Ende unserer Sendung und können jetzt einpacken. Ich danke aber auch den Hörenden, die hier live dabei gewesen sind für heute und die auch im Chat ein bisschen mitgechattet haben. Ich glaube, es besonders viel war los in den Zeiten, wo wir irgendwie hier von der Leitung verschwunden waren. da hat der Chat richtig aufgelebt. Ansonsten war es etwas ruhiger heute. Da waren dann Kapazitäten frei. Genau. Wenn das Ohr frei ist, dann können die Finger fliegen. Gut, also nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Jana, dass du uns hier besucht hast und uns aus deinem Sendegarten erzählt hast. Ja, danke. Und Spaß gemacht. Das ist schön. Das ist immer gut zu hören, dass es also keine Belastung war, sondern eher ein Spaß. Das ist gut. Weiterhin alles Gute für dich, hatte ich vorhin schon mal gesagt, wiederhole ich gerne. Und an meine beiden Mitgärtner hier vielen Dank und dann bis in 14 Tagen. Und jetzt gehen wir in die Nacht, denn wir haben gelernt in Wien, als der Tim Prittler vorgetragen hat, dass Podcasts besonders etwas für die Nacht sind, denn er hat folgende Worte gesagt. Radio ist zum Aufwachen, Podcasts sind zum Einschlafen. Und in diesem Sinne, gute Nacht zusammen. Tschüss. 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 Ciao.